Oh, das ist ja riesengroß. Hätte man sich davor anmelden müssen. Alles gut, alles gut. Also, wunderbar. Ja. Also. Hallo. Verbindung haben sie auch im Rockhaus. Ja. Da ist der Saal größer. Der Roman hält fest, kleiner Saal, große Themen. Wir machen heute ausnahmsweise mal mit Bier, weil wie gesagt, Bierpreis steigt, das muss man ausnutzen, solange man noch den alten Preis hat. Außerdem habe ich ja heute frei und die Ereignisse der letzten Jahre, Wochen und auch aktuell Tage machen ein bisschen Alkohol und Psychopharmaka ja vermeintlich notwendig. Und ich habe beschlossen, heute zur Abwechslung einmal bei Alkohol zu sein. Na dann, Prost, Mahlzeit, Elvis. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass Sie sich auch schon hingesetzt haben, alle stehen, es ist so Aufbruchstimmung. Ja, oder Willkommensstimmung. Nein, es schaut mehr nach Flucht aus. Nein, ich will jetzt zum Thema Staualtraum. Wir haben vor einigen Tagen unsere Kampagne präsentiert. Und die ganze Idee, mit der wir jetzt auftreten, ist, dass keiner von uns ist jetzt irgendein großer Berufspolitiker, der seit 10 Jahren im Geschäft ist, sondern die große Mehrheit von uns ist einfach so, sagt, okay, wir wollen nicht mehr zuschauen und schimpfen und jammern, das kennen die Österreicher, die sind eh alle ganz gut in aller Regel, sondern wir wollen einfach was angehen und wollen was verändern. Und mit dem Ansatz, dass wir aber jetzt nicht 10 Jahre politische Profis sind, mit all diesen Vor- und Nachteilen, die es hat, ist einfach die Idee, dass wir uns einmal Gedanken gemacht haben, was könnte man denn machen, aber das ist aus unserer Sicht da zu wenig, weil ich bin am Ende auch nur einer von 158.000 Leuten, die in Salzburg wohnen. Und mit uns allen haben wir natürlich schon einige Ideen. Aber das Ziel unserer Partizipation ist einfach bei NEOS immer schon groß geschrieben. Das wollen wir jetzt einfach so leben, dass wir sagen, alle die, die wollen, egal ob jetzt seit 11 Jahren NEOS dabei oder seit gestern oder einfach nur Bürger mit einem Anliegen, die wollen wir einladen, mitzuwirken. Das ist uns einfach wichtig. Und da haben wir verschiedene Themen natürlich uns überlegt. Und die Gefahr ist, wenn wir sie zusammensetzen und sagen, wir diskutieren über Gott und die Welt am Abend, dann reißen wir alles an und bringen nichts zu Ende. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir fokussieren uns thematisch und gehen halt jetzt einmal das Verkehrsthema insofern an, dass wir darüber heute diskutieren wollen. Und wie ist der Plan? Der Plan ist ganz oft einfach, dass jeder von euch, wir gehen einfach eine Runde durch, kurz einfach sich vorstellt, einige kennen uns, kennen die meisten da, manche kennen gar nicht, und jeder sagt, ob er oder sie ein Anliegen hat. Im Sinne von, ich habe mir was überlegt, oder ich bin da einfach zum Zuhören, es ist alles in Ordnung. Und die Idee ist, dass wir das einfach aufnehmen und dann nochmal schauen, inwieweit das auch umsetzbar ist oder mehrheitsfähig ist oder generell dazu passt. Ich sage jetzt einmal, wenn jetzt einer ganz eine andere Idee hat, dann ist auch nicht verkehrt oder ein ganz anderes Thema bringen will, dann müssen wir halt trotzdem schauen, dass wir den Fokus heute ein bisschen behalten. Damit es da, sage ich jetzt mal, keiner verduscht, gehen auch die Getränke auf uns heute, möchte ich auch ganz klar sagen. Wenn sich jemand ein Steak oder eine halbe Sau oder keine Ahnung, ein Kohlrabi bestellen will, dann bitte selber zahlen. Ein Schnitzel für 24,90, wie es in der Karte steht. Ja. Genau, was auch immer. Also essen kann man da was und natürlich auch möglich um die Zeit und auch sinnvoll. Und wir sammeln diese Anliegen, das ist Nummer 1. Gehen wir einfach einmal eine Runde durch, dann gehen wir in die Diskussion und das Ziel ist, dass die dann nicht auf den Zähler stehen oder irgendwo, sondern
Die werden auf unserer Plattform draufgehen. Da sind schon sehr, sehr viele Anliegen zu vielen Themen. Und wir werden auch Presseaussendungen machen, wo wir die Themen aufgreifen und auch den Medien präsentieren wollen. Damit wir wirklich sagen, okay, wir sind einfach Bürgerinnen und Bürger, die sich Gedanken machen. Was wichtig ist, das ist mir persönlich ein Anliegen, dass es ein bisschen konstruktiv bleibt. Also es gibt in der Stadt ja auch durchaus emotionale Themen, wenn es ums Verkehrsthema geht. Es ist mir wichtig, dass wir wirklich konstruktiv bleiben. Und auch wenn die Lisa jetzt eine andere Meinung hat als ich, dann sagen wir halt, es ist so. Und vielleicht hat jeder seine Punkte. Aber nicht, dass wir uns dann da schlägern oder so. Das wäre schon lustig, oder? Meinst, so zwischendurch. Ja, das passt. Also das ist mir einfach ein Anliegen. Und ich will jetzt einfach einmal nicht der Lisa und seiner Landessprecherin das Wort übergeben in dem Fall, sondern ich fange einmal vielleicht und einfach machen wir rundum. Jeder kurz einen Namen, warum ist er da und gibt es irgendein Anliegen, das er heute einfach auch da vorstellen möchte oder vielleicht auch zwei. Genau, bitte. Okay, ich bin der Markus, ich bin aktuell 24 Jahre jung, komme aus Salzburg, also ich lebe jetzt schon seit ungefähr 14 Jahren in Salzburg. Und warum ich heute da bin, ist, weil ich einfach mich mehr für die Politik einsetzen möchte. Ich möchte einfach auch generell mitwirken und auch was bewegen und Salzburg auch qualitativ steigern. Und das Thema, was ich oder was mich aktuell beschäftigt, ist das, dass mir einfach Salzburg ein bisschen eingeschlafen vorkommt und generell einfach da kreative und neue Ideen herkennen, wie man generell die Stadt attraktiver macht, wie die jungen Leute vielleicht da in der Stadt bleiben und nicht nach Wien, München oder sonst hingehen, sondern dass wir die Salzburger bei uns behalten. Und da gibt es eben halt verschiedene Ansätze, wie man das machen könnte. Dein Beitrag zum Verkehr? Genau. Ich bin es gewöhnt zu moderieren, verzeih. Ja, dein Beitrag zum Verkehr, das ist das Thema. Der Beitrag zum Verkehr wäre, dass man eben schaut, mehrere Knotenpunkte zu schaffen, wie die Leute von A nach B kommen und vielleicht so, ich würde jetzt sagen, so Ecke, wo jetzt nicht so viel los ist, dass da irgendwie die Möglichkeit besteht, dass die Leute halt die verschiedenen Stadtbereiche halt erkunden können, vor allem mitten in der Nacht. Dort sehe ich fast gar nichts mehr vom Verkehr und das finde ich echt schade, weil das ist dann ein Grund, dass die Leute sagen, hey, warum soll ich rausgehen, wenn ich nicht mehr heimkomme. Und genau. Ich helfe gleich weiter, mach mal, Lukas. Ja, natürlich. Ich bin der Mo, ich bin 20, ich bin der Vorsitzende von JUNOS, dem Jugendverband von den NEOS. Warum bin ich heute da? Ich bin da, weil ich auch jeden Winter, zumindest eigentlich jeden Tag mit den Öffis fahre, zumindest unter der Woche. Und sage mal, in dem schlechten Öffis-System leide und nicht zufrieden bin, wie das da mit dem Verkehr schaut in Salzburg. Obwohl ich auch nicht noch relativ gut anbinden bin, weil ich die Busse habe, die aus Deutschland kommen, aus Halle kommen. Und auch die 25er nach Grödig, weil ich sage, es gibt Freunde von mir, die wohnen in der Stadt und sind schlecht anbunden, als ich ihn auch nicht. Ich denke, das müsste sich ändern und da gibt es viele Schrauben, wo man drehen kann und ich hoffe, dass wir heute über die Schrauben diskutieren, wo man fest drehen sollte. Ja, dann mache ich gleich weiter. Also ich bin der Simon, bin 21 Jahre alt und bin für Studium nach Salzburg gekommen. Und ich bin da, weil mir einfach die Öffis auch massiv einfach anzipfen, jetzt die jetzige Situation, weil es einfach meiner Meinung nach für österreichische Verhältnisse einer Großstadt, was jetzt Salzburg für Österreich ist, muss man sagen, das wirklich absolut unwürdig ist, wenn man sich immer die vollgestopften Busse anschaut, wo man teilweise keinen Platz kriegt, die Taktung, die einfach sehr weit gezogen ist und wie du auch schon gesagt hast, das in der Nacht ist halt auch, wenn man dann wirklich immer aufs Taxi umsteigen muss, wenn man einmal länger unterwegs sein mag, ist das halt einfach auch wirklich ziemlich ernüchternd und denkt, da gibt es wirklich viel Potenzial, dass man da eine Verbesserung schafft. Jetzt mache ich weiter. Ich bin sicher nicht bei den Junos, sondern bei den Oldies.
Mein Name ist Verena Schreims. Ich bin ein Gründungsmitglied von NEOS hier im Sternbräu. Vor über 10 Jahren hat der Matthias Streutz und andere hier also die erste Ausgabe mal so aufgelegt. Ich war Innenstadtgeschäftsfrau 30 Jahre lang und bin daher mit dem Thema Verkehr und Ähnliches in der Altstadt sehr vertraut. Bin über viele Wege gegangen, von der ersten Kurzparkzone über dann die Bollers, die Altstadt wird sterben. Ja, also wenn die Boller kommen, dann geht gar nichts mehr. Und ich war immer eine Pionierin, zu sagen, Leute, wir machen das jetzt. Kein Mensch redet mehr heute über die Boller, das ist selbstverständlich. Ja. Und genauso ist es auch mit, also das sind jetzt also ziemliche Details gewesen, die ihr gebracht habt, aber sehr wichtig im öffentlichen Verkehr. Ich würde mal so in die Mitte hineinstoßen und sagen, ich bin total für eine Neutorsperre, ich bin total für eine komplette Sperre der Innenstadt für Autos, mit all den Ausnahmen, die wir wissen, Behinderte, Eine Stadt wie Salzburg ist eine komplette Schande, meiner Meinung nach. Wenn man an Siena denkt oder andere viele italienische Städte, die haben das schon seit 20 Jahren. Der Mut fehlt, Leute. Kann mich erinnern, Lukas, wie die letzte Wahl, wo wir so viele Stimmen verloren haben mit der Neutorsperre. Macht nichts. Also wenn ich was zu sagen hätte, dann müssen wir etwas riskieren und sagen, dafür stehen wir. Und wenn alle anderen das nicht gut finden und wenn es uns Stimmen kostet, das ist also meine Marschrichtung, dann ist es eben so der Fall. Ja? Und wenn wir nicht mutig sind und wenn wir nicht neue Wege gehen, dann sind wir eh schon angelangt. Ja? Also wie gesagt, Neutorsperre, Innenstadt, autofrei, S-Link, da bin ich noch mit einigen Question Marks versehen. Ich habe natürlich dafür gestimmt, weil ich im Prinzip dafür bin. Aber auch das ist ein großes Thema. Ich fahre seit neuestem mit dem Bus. Ja, bin früher immer, also weiß nicht, mit dem Auto gefahren, jetzt habe ich ein Klimaticket, haha. Der Bus kommt entweder zu früh oder zu spät. Ja, eins von beiden. Und wenn zu früh ist, genauso beschissen wie zu spät. Ne? Und ja, es ist einfach so. Wenn der da vor der Nase davon vor die Seite hat. Ja, also das wäre so mein Beitrag. Im Prinzip auf die großen Brocken konzentrieren, Busse wichtig, aber Ding, meiner Meinung nach, Neutorsperre, Innenstadt autofrei, S-Link. Okay, danke. Gut, Lukas, ich bin auch hier, weil die öffentlich ein sehr persönliches Thema sind. Gerade gestern zum Beispiel, da kann ich mich anschließen, ist mein Bus, sage und staune, eine Viertelstunde zu spät gekommen. Das geht natürlich an. Ja, damit ich in die Schule kann, als Schüler fahre ich jeden Tag mit den Öffis herum, auch in der Mittagspause durch die ganze Stadt, immer mit verschiedenen Öffis und die kommen immer und immer und immer und immer wieder zu spät. Und das ist halt doof, wenn man sich dann rechtfertigen muss, dass man zu spät war, einfach nur, weil die Öffis versagt haben. Und genau, deswegen sitze ich jetzt auch hier und ja, will mich austauschen. Ja, ich bin der Holger Roman von CryptoTV. Ich möchte vielleicht mal anmerken, eine Busfahrt, eine Einzelfahrt, Vorverkaufskarte kostet schon mehr wie ein Liter Benzin und mit 2,20 Euro. Das finde ich auch schon mal skandalös. Davon abgesehen, wenn man so eine gewisse Buslinie nimmt, dann habe ich bei 9er schon erlebt, da kommt erst der überübernächste, weil die Oberleitungen gerade im Winter irgendwie aushakeln und so weiter und so fort. Aber andererseits, wenn man dann auch in Salzburg von verkehrsberuhigten Zonen spricht, die man errichtet hat, ja, ist genau das Gegenteil passiert. Gerade hier jetzt da am Hanuschplatz, wenn man schaut, früher hat es ja da beim Sternbräu die eine Fahrtrichtung gegeben früher und von Hanuschplatz unten die Gegenfahrtrichtung. Jetzt hat man da Richtung Hanuschplatz beide Fahrtrichtungen gemacht. Und dazu macht man einen riesen Umweg jetzt, so einen Rundgang um da das alte Bankgebäude oben rüber und dann fährt man wieder so eine richtige Schleifen runter und wieder zum Handelsplatz. Erstens einmal Benzinverbrauch wird da immens mehr erhöht. Zweitens einmal ist am Hanuschplatz die Straßen jetzt für die Fußgängerzone viel, viel gefährlicher geworden, weil jetzt zwei Fahrtrichtungen da sind. Und da sehe ich dann, wenn man von verkehrsberuhigten Zonen spricht, dann haben da irgendwie immer Privatiers ihren Nutznießertum da erreicht und nicht irgendwie umweltfreundliche oder auch lebensraumfreundlichere Politik damit erreicht gehabt. Und somit sollte man, anstatt man mal an eine U-Bahn denkt, was für Salzburg, schon mal für die Altbauten, wo ich gehört habe, dass da, wenn da die immer so einrattert, einmal die Substanz der Bauten ja auch gefährdet wird, ja, weil die Erschütterungen doch auch immens sind, schauen, dass man mehr Busse einbringt und auch, ja,
wenn wir schon eine verkehrsberuhigte Zone, wie Sie sagen, auch da komplett Salzburg absperren sollte, ja, dann auch vielleicht das Thema wie in Kaprun hernehmen, wo die Busfahrten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und dann kann man auch sagen, ja, das ist ein tourismusfreundliches Stadt, ja. Weil wir wollen ja alle auch irgendwo mal hinreisen und die Städte sehen. Also müssen wir auch schauen, dass man nicht nur lebensraumfreundlich für die Einwohner das hat, auch für die Touristen hat. Und so würde ich mal sagen, ist das so mein Einstieg in dieses Thema. Ja, ich bin der Richard, mich kennt jeder eigentlich unter dem Namen Elvis von den jüngeren Herrschaften. Ich glaube, man hat es eh vorher schon gesagt, ich bin im Watzmann tätig. Das heißt, ich bin eine Gestalt der Nacht und bin jetzt auch hier wahrscheinlich der dunkle Part. Ich bin weder Neos-Mitglied noch Neos-Sympathisant. Das hat allerdings nicht mit den Stadt-Neos, sondern vorrangig mit der Person von Beate Meindl-Reisinger und anderen Vertretern zu tun. Egal, ja, Stadtpolitik und Öffi sind natürlich seit Jahrzehnten, nicht erst seit dem Blumenkistel vom Herrn Barutsch, ein Thema. Wir haben Kreisverkehre gebaut und rückgebaut, wir haben Ampeln geschaffen und wieder weggemacht, weil es dann gefährlich war mit Radlfahrern und dergleichen. Tatsache ist, ich bin Autofahrer, das heißt, ich nehme meinen Weg in die Arbeit zu Fuß, ich mache meine Besorgungen in der Stadt zu Fuß, weil ich in Stadt Salzburg keine Wege habe, die so langsam, dass das nicht zu Fuß ginge. Ich bin aber trotzdem Autofahrer und muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin seit, glaube ich, annähernd 17 Jahren in keinem Öffi mehr gewesen und das damals auch nur, weil ich Krücken hatte und das Autofahren nicht ging. Ich finde es ganz gut, dass die Stadt ihre Radwege auf ein durchaus annehmbares Potenzial ausgebaut hat. Ich denke mir, das eine oder andere könnte man da vielleicht noch verbessern. Was den Öffi-Verkehr in Salzburg angeht, sage ich, wir haben Stoßzeiten, da ist der Bus voll. Die restliche Zeit fährt er oftmals sehr unbesetzt, sprich leer rum. Vielleicht sollte man das ein bisschen vernünftiger von den jeweiligen Betreiberfirmen angehen, dass man dann, wenn Busse gebraucht werden, die Taktung dementsprechend anpasst und nicht, dass man den ganzen Tag in einer gewissen Taktung fährt, auch wenn das gar nicht gebraucht wird, aber dieselbe Taktung in der Früh auch lässt. Der Preis für ein Öffi in Salzburg ist meines Erachtens nach eine Frechheit. Ganz ehrlich, wie gesagt, Einzelticket, teurer wie ein Liter Benzin, ist meines Erachtens noch ein Unding. Ich finde allerdings, dass man generell in Salzburg, was das Problem der Jugend angeht, was ihr angesprochen habt, ein etwas zu großes Drama macht, weil die Salzburger AG, auch wenn ich kein Fan dieser Firma bin, hat den Bus nach hinten hin verlängert. Das heißt, an den Wochenenden fahrt er eh schon bis 1 in der Früh und ab 4 Uhr irgendwas in der Früh fahren die ersten Busse wieder. Die meisten Lokale haben, das weiß ich, bis 4, manche bis 5 offen. Das heißt, man kriegt in der Früh einen Bus zum Heimfahren und man kriegt am Abend beziehungsweise sogar mitunter in der Nacht einen Bus zum Fahren. Und wer halt wirklich um Punkt Viertel nach 2 meint, fahren zu müssen, ja, der soll dann die Salzburger Taxi-Innung bitte auch unterstützen. Weil wenn er das Geld zum Fortgehen hat, wird er es eventuell auch noch für ein Taxi haben. Also da finde ich, sind es Unkenrufe, dass man sagt, man muss den Öffi, der wie gesagt die halbe Nacht eh leer fährt, dann noch dazu nötigen, dass er die ganze Nacht leer rumfährt. Sehe ich wenig Sinn drin. Aber ich denke trotz alledem, dass die angesprochene Neutorsperre zum Beispiel, nachdem Salzburg ja schon eine Stadt ist, die unter einer Käseglocke für die Touristen gefühlt schön gehalten wird und mit den Pollern abgeriegelt wird, ein weiteres Ding ist in Richtung, wir igeln uns ab. Und ich halte das für den falschen Weg. Ich finde, ein Park-and-Ride-System für Touristen ist gut. Ich finde, wir sollten den touristischen Busverkehr, also ich rede da von Reisebussen, überdenken mit Sicherheit, weil die müssen nicht alle in die Innenstadt fahren und dann dort irgendwo rumparken, bis die Gäste da einmal hinter einem schirmtragenden Führer durch die Stadt gehetzt wurden, ihre Mozartkugel gekauft haben und dann wieder in den Bus gepfercht werden. Aber ich denke, dass das Öffi-System eigentlich ganz gut ausgebaut ist. Woran man meines Erachtens noch, wie gesagt, aber definitiv arbeiten muss, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man könnte noch vielleicht anmerken, dass die Vignettenpflicht rund um Salzburg aufgehoben wird. Das würde auch Menschen dazu bewegen, Salzburg-Stadt anders dazu umfahren. Mhm. Genau, das ist ein guter Punkt, ja.
Naja gut, da muss man dazu sagen, der Spaß ist ja der, dass man, wenn man vom Walserberg Richtung Salzburg Nord fährt, frei fährt von der Vignette, aber wenn ich nach Salzburg Süd fahre, brauche ich eine. Also da hat ja auch wieder jemand einen Jahrhundertwurf gemacht. Danke. Damit es nicht umsonst gekommen sind, ich nehme noch ein Bier, bitte. Ich nehme auch noch ein kleines Sternbier. Hey, danke. Ja, genau, ich habe letzte Mal nicht der heute neueste Woche, also hören als Bürger. Da hätte ich für den Verkehr, ich bin auch immer mit dem Auto unterwegs in der Stadt. Verkehr, sondern hat mich auch bisher gestört, also im Stau. Da gibt es, vielleicht weiß ich nicht, ob das gibt, ein Kamerasystem, Stauzeiten, da ein bisschen überwacht und die Ampelregelung ein bisschen, also lange reduziert, die Richtung, wo der viel Verkehr ist. Da ist für mich ein Punkt. Danke. Danke. Ja, ich bin die Nevin Öztürk, bin Gemeinderätin der Stadt Salzburg. Habe als Kind immer schon eine gute Beziehung zum Busfahren gehabt, weil ich bin am Land aufgewachsen und da war Busfahren ganz normal. Als Volksschullehrerin und bis zum 18. Lebensjahr bin ich immer Bus gefahren, bis zu einer Stunde am Land. Und habe auch, ich fahre hier lieber Bus noch, also jetzt immer eigentlich, bevor ich aufs Radl steige. Und ich habe gedacht, wirklich, mein Kind mit dem Bus fahren, weil das halt super ist, mit dem Bus zu fahren. Und ich bin da voll bei Ihnen, wenn man sagt, ja, was kostet das? Was kostet mir das eigentlich, wenn ich in den Bus steige? Es hat früher auch diese Kurzweg-Tickets gegeben, also diese drei Fahrtenstationen-Geschichten. Und ich habe das letzte Mal im Bus eben eine Diskussion von einer Bürgerin und dem Busfahrer mitbekommen. Sie sagt, das gibt's noch. Er sagt, sicher nicht. Ich bin seit 20 Jahren in diesem System. Und ich denke mir, eigentlich muss sie recht haben, weil ich kenne sie auch noch und ich bin seit über 10 Jahren in der Stadt. Also es muss da irgendwie was geben, aber es wird halt nicht so richtig kommuniziert. Und die Busfahrer, man merkt halt, der eine hängt wirklich alles raus. Und ich glaube schon, dass es der gute Wille der Politik sein sollte, diese Personen auch wertzuschätzen, weil ich weiß, dass die bis zu 60 Stunden pro Woche arbeiten und dann noch im Stau stehen und dann sind sie wahrscheinlich auch noch schuld, dass sie zu spät kommen und so. Also das ist echt, das ist so ein Rattenschwanz, der nicht aufhört und ich glaube, dass es uns wichtig, beziehungsweise der Politik wichtig sein muss, dort Geld investieren zu wollen, damit es auch wieder attraktiv wird, weil ich bin mir sicher, wenn die Kinder das von klein auf lernen oder dabei sind immer wieder, dann wird das auch genommen und ich bin auch voll Ihrer Meinung, dass man sagt, Salzburg ist nicht so groß. In 20 Minuten zu Fuß bin ich wirklich von A nach B viel schneller, als wenn ich mit dem Auto fahre. Weil definitiv, man tut dabei noch was für den Körper. Genau. Und man braucht keinen Parkplatz und man muss sich nicht an irgendeinen Fahrplan oder sonst genau was. Genau so ist es. Und also abends noch tatsächlich bin ich zu Fuß heimgegangen. Ja. Also es ist wirklich machbar und ich glaube, dass wir das setzen sollen, dass zu Fuß und Öffi wirklich eine große Möglichkeit ist für die Stadt Salzburg. Ja, bei mir hier unten sind zwei Sessel frei und da oben ist auch noch einer frei. Ich habe zwar nicht die Schläger runter, aber... Ach so, ja. Ja, ich bin die Heidi, bin Schülerin, deswegen auch auf die Öffis angewiesen und ich sage, ich wohne in der Stadt, das fährt grundsätzlich alle 15 Minuten der Bus, was schon mal super ist. Und ich meine, 15 Minuten kann ich erwarten, wenn man das einteilen, je nachdem wie ich fahre. Was mich vielleicht am meisten am Bus stört, ist halt einfach, dass er nicht pünktlich kommt. Das sind teilweise entweder bis zu 6 Minuten zu früh oder 6 Minuten zu spät. Und das macht ihn halt einfach unverlässlich. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Ja, danke Heidi. Mein Name ist Sebastian Huber. Ich bin in der Stadt geboren. Ich lebe in dieser Stadt. Ich setze mich ein für den
öffentlichen Verkehr, der in Salzburg unbedingt ausgebaut werden muss. Das war auch der Grund, warum ich als Mitglied des Gemeinderates gegen den Ausbau der Mönchberg-Garage gestimmt habe, weil ich glaube, dass es ein falsches Zeichen ist, wenn man Parkplätze in der Stadt baut und gleichzeitig so man sich ein Feinblatt umhängt und sagt, aber wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen. Das ist auch der Grund, warum ich ein absoluter Befürworter des Esslings bin. Ich erzähle immer ganz gerne in diesem Zusammenhang auch, dass es vor über 100 Jahren die Idee gab, die Bahn über Braunau nach München zu bauen. Und man möge sich vorstellen, also die Eisenbahn, man möge sich vorstellen, was das für Salzburg bedeutet hätte, wenn wir nicht an die Bahn angeschlossen worden wären. Ja. Das letzte Highlight in Salzburg, verkehrstechnisch, ist fast 200 Jahre her, das war der Bau des Neutors, wo man sozusagen zwei Stadtteile miteinander verbunden hat. Seitdem warten wir in Salzburg auf ein neues Ereignis und deswegen ist das der Punkt, warum ich mich auch sehr für den Essling einsetze, für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und sage auch dazu keine Sorge, ich bin Autofahrer und fahre auch gerne mit dem Auto. Ich habe aber persönlich kein Problem, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln schneller ist, weil das die einzige Möglichkeit sein, dass wir die Stadt autofrei bekommen. Ich bin der Terence, ich bin 17 Jahre alt und ich bin ein Lehrling. Ich muss auch jeden Tag mit den Öffis in die Arbeit fahren und manchmal komme ich einfach spät oder besser gesagt, jeder kommt zu spät, weil die Züge manchmal einfach nicht, weil die einfach nicht pünktlich losfahren. Und den Führerschein, den mache ich erst in einem halben Jahr. Von dem her wird es noch ein bisschen dauern, bis ich ein Auto habe. Das heißt, dass ich auch sehr auf die Öffis angewiesen bin, wie viele andere auch. Ja. Ja, viel Ahnung, was ich war jetzt in der Runde auch eben die Karte, wie das um 33 klingt, Pendlerin, weil das auch bis jetzt noch keiner erwähnt. Und es ist sehr schrecklich, wie für die Pendler das Angebot ist. Die Stadtinnengraterei muss mitten am Mirabelle nach vorne fahren, die Arbeit beim Magistrat. Katastrophen. Es ist schweineteuer, die O-Busse gehen um die Kirche und rechts um. Man muss, wenn die Mirabelle aussteigen, muss man jetzt erst in die Altstadt reingratteln. Also da gehört dringend irgendwas gemacht und auch einen guten Preis einmal, dass man, weil da kriegt man schon einen Haufen Autos aus. Ja, die Backhäuser haben schweineteuer und da gehört dringend irgendetwas unter Nummer. Wie machst du das aktuell, wenn du in Arbeit fährst? Ich bin in Rente. Ja, das weiß ich schon, aber bis vor kurzem. Die Strecke ist, ich fahre mit der dann liefere ich einer. Wir liefern den Bus. Wen einer, genau. Und Katastrophen. Wir lehnen bald 2 Stunden, oder? Ja, mindestens. Ich fahre hinten schräg weg, dann runter. Ich hab schon was, der mittlerweile geht schon was. Und dann halt Mirabelle, Backgarage, und da habe ich auch jetzt 100 Euro fürs Backen zu ja, und das, irgendetwas muss man da machen, weil das ist wirklich. Ich wohne in Umkamp, bei uns geht jede Stunde irgendwo der Bus. Also ich muss dann um 17:30 wegfahren und fahre um 19:30 zum Arbeiten an. Was tue ich die Stunde? Gell? Also das ist irre. Und wann können wir das da oft nicht? Oder? Ja genau, wann können wir auch nicht, oder ich muss halt kurz arbeiten oder länger da bleiben. Mein Name ist Andreas Oberholmer, ich bin 52, bin auch in der Stadt Salzburg geboren und habe im Grunde immer da gelebt. Im Grunde deswegen, weil ich halt auch beruflich sehr viel unterwegs bin, viele andere Städte kennengelernt habe. Also ich bin so im Bereich der IT-Informatik tätig. Probleme sehe ich viele, ja, die merkt man dann so alltäglich, so, egal mit was man unterwegs ist. Ich mische wirklich sehr bunt durch, wenn ich nach Wien fahre, natürlich Zug und mit dem Bus zum Bahnhof, wenn ich in eine andere Richtung fahre mit dem Auto, also komplett bunt gemischt, dann auch das Fahrradl. Ich nutze es auch sehr gerne, dass man in der Stadt hier in Salzburg wirklich
fast alle Distanzen zu Fuß schafft. Das passt wirklich ideal, also ich mische sehr bunt. Probleme tauchen dann schon noch oft auf. Klar, da kommt man mal ein bisschen später mit dem Zug aus Wien. Ja, dann geht man halt auch um 1:30 vom Bahnhof zu Fuß haben oder so, weil Taxi, muss ich ehrlich sagen, das will ich einfach nicht, das interessiert mich nicht, das will ich nicht ausgeben. Und dann eben durch, geht man halt zu Fuß haben, weil es nicht regnet, ist sehr kein Problem. Auf der anderen Seite bin ich unheimlich gespannt. Ich habe mich in meinem Beruf sehr früh auch mit Smart Cities und Ähnlichem beschäftigt. Ich bin sehr gespannt, was man in geschickten Messen und geeigneten Führungswegen durch die Stadt oder so, was man da auf die Dauer alles hinkriegt, wie man eben auch gerade aus der technologischen Sicht Dinge verbessern kann. Da gibt es einige Städte, die schon massiv weiter sind als wir. Wird spannend, was sich da alles ergibt. Und ob das unbedingt eine Bereicherung ist, sei aber, was die Smart City als Idee angeht, dahingestellt. Also ich halte es für eine Riesenchance. Es kommt ja immer darauf an, was man nutzt. Da gibt es ja 100.000 verschiedene Möglichkeiten, was man auch immer nutzen möge. Und ja, es gibt dann einfach auszutüfteln, welches Konzept, welche Lösung kann hier helfen, welche hilft nicht. Also da gibt es dann auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und ganz offen natürlich, ja, vieles ist noch nicht dort, wo man hin will. Es ist vieles auch noch in einer Versuchsphase, auch in anderen Städten, aber ich glaube, es geht viel noch. Ja, man spricht einmal in London, da wo man diese Smart City, sprich auch, wenn ich jetzt auch 15-Minuten-Städte, schon sehr totalitäre Züge angenommen haben, wo jetzt diese Bürger, die diesen Vierteln leben, aufbegehren, sämtliche Kameras zerstört haben, aus Protest dessen, weil das schon mehr in eine dystopische Liga reingeflossen ist. Man kann ja oft gewisse Sachen, wenn man sie darstellt, ja, und umsetzen will, dann, wenn man die Politik dann heute anschaut, dann immer ins Gegenteil verfallen lassen. Und auch in Hamburg wird dieses Konzept schon vollzogen, wo man gar nicht mehr Bargeld bezahlen darf in den Bussen. Und das ist dann schon wieder mehr dystopisch. Wie gesagt, ich glaube, es gibt einfach 1000 Varianten. Und selbst wenn man nur, ich kann es da an ganz einfache Dinge denken, wie dass eine Straßenlaterne, wenn man hingeht, erst recht hell wird, sonst ist sie dunkel und damit unheimlich viel Energiesport, ist auch ein Sinn von Smart City. Also jetzt kann man in unheimlich vielen Bereichen auslegen. Und ich glaube, dass man sich halt einfach das Geschickteste raussuchen muss. Nein, ich bin auch kein Fan eines Überwachungsstaates, absolut nein. Also das sicher nicht, aber es gibt auch geschickte Lösungen, die man sich zum Umsetzen aussuchen kann. Das Problem ist halt, das, was sich der Bürger wünscht, was in einer utopischen Gesellschaft enden sollte, macht der Politiker wieder in einer dystopischen Liga hin. Erfahrungsgemäß. Naja, also ein bisschen Optimismus möchte ich auch versprühen, deswegen bin ich auch da. Also wir können ja immer schauen, dass wir nicht ins Jammern kommen, ins Negative. Jede Idee ist was wert. Man kann da verschiedenste Meinungen haben und ich glaube, dass verschiedenste Ansätze einfach sehr, sehr viele Positives bringen können. Das heißt nicht, dass jeder da immer zustimmen muss. Aber vielleicht sollte ich Stefan noch kurz abholen. Danke fürs Kommen auch. Du hast es vielleicht eh schon mitgekriegt. Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde und jeder soll so ein bisschen sein Anliegen, seine Idee, sein Anliegen für die Stadt, für das Thema Verkehr kurz skizzieren. Wir sammeln das, schauen einmal, was zusammenkommt und nehmen das mit. Wir werden morgen eine Presseauslegung machen und versuchen halt wirklich die Anliegen in die Breite zu tragen. Das heißt, ich darf, also mein Name ist Stefan. Ich habe beruflich jetzt seit ein paar Jahren hier in der Stadt mit eben dem Projekt zu tun, dem angesprochenen Essling. Ich bin auch gebürtiger Salzburger, war ein bisschen auf der Welt jetzt unterwegs, arbeitsmäßig und lebensmäßig, also folgt jetzt in über 20 Ländern. Und habe auch viel gesehen. Ich habe gesehen, was ein funktionierender Verkehr und funktionierende Verkehrslösung in einer Stadt machen. Also da gibt es wirklich Beispiele, die wunderschön sind. Es ist, was mir ein bisschen stört immer bei diesen ganzen Diskussionen, wenn es immer nur um einzelne Teile oder Aspekte geht. Also jemand, der im Mirabellplatz wohnt und dort sein Geschäft hat und einkaufen geht, dem ist es egal, wenn die Leute da draußen stehen. Und so geht es mit jedem Viertel und jedem weiter. Und ich glaube, ich bin ja auch immer am 60.
Die Stadt hat damals ungefähr gleich viele Einwohner gehabt wie jetzt, also das hat sich nicht so viel geschmissen, aber der ganze Flachbau, der ganze bayerische Wander war nichts los und Tourismus war immer schon viel, aber es war ein lächerlicher Scheiß, was heutzutage unterwegs ist. Und die Leute sind auch wesentlich aktiver und nicht wieder wollen. Und der Grund, irgendwie am Zugkommen ist, oder ist das jetzt mit den Kindern, der Grund, wieder zurückkommen, war irgendwie, wie schaffen wir es da etwas zu bewirken? Und das Ziel, das irgendwo drüber ist, ist, wie wird Salzburg attraktiver? Und attraktiver meine ich jetzt nicht, dass man ein paar Hütten mehr aufstellt und ein paar mehr Sightseeing-Punkte oder Events hat, sondern einfach auch für die Leute, die hier leben, die hier bleiben wollen, die hier arbeiten. Und die Verschmelzung von Infrastruktur mit dem Wohnen, mit eben einer Attraktivität, gar nicht Autos zu brauchen. Da gibt es genügend Beispiele, jetzt für die dystopischen, sondern einfach Städte, wo plötzlich dann durch auch ein paar mutige Entscheidungen plötzlich dann der Verkehr auch funktioniert und wo einem das was wert ist. Und dieser Teufelskreislauf, der halt früher da war, Leute immer weiter draußen, jeder hat mindestens zwei Autos in der Familie, braucht dann irgendwo Parken, steht im Stau, kommt nicht weiter, deswegen gibt es keinen öffentlichen Verkehr, der wird ausgedünnt, die Takte werden schlechter, die Qualität wird schlechter. Also, die Frage ist, wie man das in die Gegenrichtung bringen kann. Und da bin ich einfach der Überzeugung nach allem, das, womit ich jetzt auch arbeite, dass man eben mit so einem Hauptprojekt, auf dem man die ganzen Dinge nachher aussetzen kann, eben, wir nennen es das Herzstück und das ist es auch, ich fange jetzt nicht historisch an, wie das Salzburg entwickelt hat, aber einfach, wenn man es schafft, eben diese Linie dann zu bespielen und zu nutzen und damit auch Kapazitäten für den Rest zu schaffen, einfach die Rechnung, dass wir zumindest in der Stadt die Busse, die nicht mehr auf der Linie fahren, halt dann auf den anderen Linien eingesetzt werden können. Und das Ganze ein bisschen gescheiter miteinander zu verarbeiten. Und zum gescheiter miteinander zu verarbeiten, braucht man einfach auch pünktliche Verkehrsmittel, Umsteigerelationen, freie Straßen. Es wird nicht allein getan sein, bloß weil man jetzt eben den ersten Kilometer in der Strecke baut. Das ist vollkommen klar. Sondern es geht eben so sukzessive um diese Bereitschaft auch, wie schaffe ich den Raum, wie nutze ich den Raum und der Oberfläche, das finde ich jetzt den sehr attraktiven Teil für die Stadt. Und deswegen versuche ich da noch weiter dran zu arbeiten. Ja. Ich möchte vielleicht noch kurz sagen, ich bin nicht der große Witzerzähler, aber ich muss ich bringen, ich war ja lange in Venezuela eben auch. Und da ist immer umgegangen, wie ein Land so bevorzugt sein kann. Ja, da gibt es die Geschichte, dass wieder Gott die Welt erschaffen hat, ist er an die Reihe von Venezuela gekommen und dann hat er aus dem Vollen geschöpft. Also Bodenschätze und fruchtbar und angenehmes Klima und Verkehrswege und was auch immer. Und dann gab es einen Murren im Himmel, wie kann man eine Stadt so bevorzugen, also ein Land so bevorzugen vor allen anderen. Und da hat Gott dann nämlich gelächelt und gesagt, jetzt wartet mal, bis ich Venezolaner erschaffe. Und das fällt mir immer ein, wenn ich nach Salzburg komme. Ja? Also dieses, wie sehr man sich hier im Weg steht, über Jahre und Jahrzehnte, von Dingen, die man weiß, die man kennt, und trotzdem irgendwo nichts tut, und immer den Finger auf den anderen deutet, und der muss einmal, und der hat einmal, das ist schon faszinierend. Also danke. Lukas Hasselhofer, ich bin derjenige, der vor 5 Jahren dafür verantwortlich war, dass eben die Neutorsperre beschlossen worden ist. Ich habe vorher gerade dem Andreas erzählt, bin vor 5 Jahren deswegen aus manchen Geschäften rausgeschmissen worden, weil ich am Tag, nachdem das veröffentlicht worden ist, mit die Leute geredet habe und mir so ein bisschen ein Stimmungsbild abholen wollte. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so die besonders gut ankommende Aktion gewesen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das richtig war damals und fühle mich auch jetzt einen gewissen Grad damit bestätigt, weil ich merke, es tut sich was in der Gesellschaft insgesamt, was die Wichtigkeit vom Auto und der Aufenthaltsqualität insgesamt betrifft, ändert. Und ich glaube, wenn wir das heute machen würden, 5 Jahre danach, würde die Welt ganz anders ausschauen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es ändert sich was in den Köpfen der Menschen, was das Anschauen oder das Denken über Verkehr und über Mobilität insgesamt betrifft, ändert. Und ich glaube, es ergibt auch, was zum Beispiel die Versiegelung von Grund und Boden betrifft, ein immer besseres Verständnis davon, dass wir eben als Gesellschaft immer mehr wollen und unsere Ressourcen immer mehr brauchen, aber wir
die Fläche nicht unendlich vergrößerbar ist. Es gibt nun einmal nur das, was wir haben. Und es ist letzten Endes immer die Frage, wie teilt man diesen Raum auf? Und da glaube ich, ändert sich was. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir eben diese Änderung positiv begleiten, im Sinne von einer Begleitung weg vom Auto hin zum öffentlichen Verkehr, zum Busverkehr und zum Radverkehr. Okay. Ja, Katrin Elborg. Ich bin seit etwa 10 Jahren in Österreich, überwiegend in Salzburg. Ich komme nicht von hier, wie man unschwer hören kann. Aber der Verkehr in Salzburg interessiert mich sehr. Ich war schon oder bin immer noch in verschiedenen Verkehrsinitiativen. Unter anderem dafür, also für den S-Link, und habe da auch einiges an Infomaterial verteilt vor der Abstimmung. Und was da so als Argument dagegen kam beim Verteilen dieser Flugblätter, das war zum Teil schon sehr abenteuerlich. Von wegen, wir wollen doch nicht nach Hallein fahren. Und die Argumente waren wirklich oft auf dieser Ebene. Und ich finde es sehr schade, dass die Argumentation wirklich also so sehr emotional läuft. Und hoffe, dass es etwas mehr auf die rationale Ebene kommt. Ich bin für den S-Link, ich bin auch sehr für den Ausbau der Verkehrsverbindungen ins Umland. Und da gibt es eine Initiative zugunsten der Ischler Bahn, die gibt es schon ziemlich lange. Und das ist auch für die sehr lange Frist, weil es wahrscheinlich heute und morgen nicht kommen wird und auch übermorgen nicht. Aber das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich denke, dass Salzburg das nicht nur um die Stadt geht, sondern auch ums Umland. Und dass es darum geht, den Pendelverkehr abzufangen. Ich wohne selbst in der Stadt, mache sehr viel zu Fuß und bin dafür, die Rechte von Fußgängerinnen und Fußgängern zu stärken und auch und nicht zuletzt im Verhältnis zum Radverkehr. Und das ist vielleicht nicht so sehr beliebt, dieses Argument, aber ich gehe oft zu Fuß durch die Linzergasse und springe nach links und rechts und überall zur Seite, weil es wirklich gefährlich ist. Also es ist wirklich ein motorisierter Radverkehr, der da stattfindet, und ich bin der Meinung, dass ein motorisierter Verkehr nicht in die Fußgängerzone gehört, und ich fühle mich da persönlich bedroht. Ist vielleicht auch eine Altersfrage, aber ich bin dafür, dass Fußgänger und Fußgängerinnen auch Rechte haben sollten. Und last but not least bin ich dafür, dass Studierende dieselben Öffi-Vorteile bekommen sollen wie andere Auszubildende. Also sprich Schoolcard, Super Schoolcard, die gilt ja nicht für Studierende. Studierende zahlen dieselben Preise wie alle anderen, obwohl sie kein Einkommen haben. Und ich halte es für eine grobe Diskriminierung. Auszubildende verdienen bis zu 2000 Euro im Monat im vierten Lehrjahr an Geld und bekommen also die Karte für 96 Euro, während Studierende im Jahr also denselben Preis fürs Klimaticket zahlen wie alle anderen auch. Und wie gesagt, ich halte es für diskriminierend. Ich habe auch schon einen Prozess gegen den Salzburger Verkehrsverbund in dieser Sache geführt und erwartungsgemäß verloren. Es ging über 2 Jahre, aber ich bin wirklich der Meinung, dass da einiges verbessert werden kann und dass es auch, wenn man mit dieser Forderung nach außen gehen würde, dass das vielleicht die Stimmen bei jungen Wählerinnen und Wählern bringt, das ist vielleicht auch so. Ja, danke. Eine Frage bei der Linzergasse, wo Sie gesprochen haben, Sie springen noch links und rechts. Ja. Meinen Sie da auch jetzt diese speziell auf E-Bikes oder generell die Fahrräder? Nein, ich glaube, da geht es um die Lieferdienste. Und die Lieferdienste, ja, weil das wird nicht auskommen, weil die Geschäfte müssen ja beliefert werden. Naja, das betrifft ja also Fahrräder insgesamt. Mhm. Man kann ja auch ohne Motor relativ schnell fahren, aber die E-Bikes sind da natürlich besonders vertreten. Weil es mir auch oft schockiert, E-Bikes bekommen oft so Förderungen. Wenn man schaut jetzt, wie die Menschen immer dicker werden, also die Gesundheit an sich wird dabei sicher nicht gefördert, anstatt ein normaler Fahrradfahrer keine Förderungen bekommt. Also das wäre mal eher, dass man den Spieß umdreht, einen normalen Fahrradfahrer ohne E-Bike
einmal fördert, ja. Und diese E-Bikes, man spricht von Stromknapp. Ja. Aber man spricht einfach auch, wir haben jetzt eine Stromknappheit, ja, da kann man es auch drüber streiten. Vielleicht sollte man den Strom einfach mal nicht so horrend teuer machen. Jetzt haben diese Energiekonzerne dreimal höhere Gewinne, seitdem wir diese sogenannten Krisen haben. Das mit also mir geht es einfach um die persönliche Sicherheit. Also ich bin als Fußgänger unterwegs, ich jogge da und da kommen links und rechts und vorne hinten irgendwelche schnellen Radler. Das ist, ich fühle mich da einfach bedroht. Das ist ganz einfach, ganz objektiv. Darf ich was dazu sagen? Ich habe das auch schon überlegt, ich bin E-Bike-Fahrer und fahre dort oft in der Linienstraße. Ich habe mir schon überlegt, ob man in der Mitte einen Radweg machen könnte. Nur der müsste zweispurig sein, da haben wir den Platz nicht. Und außerdem haben wir die Gastgärten, nicht? Also der Platz, der dort ist, ist ein perfektes Beispiel, was sie gesagt hat, wir haben den Platz, den müssen wir aufteilen. Ja? Ja. Und den können wir dort nicht aufteilen. Weil einerseits sind die Fußgänger, dann sind die Gastgärten. Ja, du musst eigentlich dort absteigen und das Fahrrad schieben. Weil ja, du kannst nicht fahren. Das dauert zu fünf Minuten von einem Ende der Linzergasse zum anderen. Ja, also das müsste so organisiert sein, dass man dort mit dem Fahrrad, wenn man mitdenkt, einfach schieben muss. Du kannst dort nicht fahren. Wenn ich mich nicht ganz täusche, steht an beiden Enden der Linzergasse ein Verkehrsschild, das genau darauf hinweist. Es wird nur einfach von Radlfahrern mitunter ignoriert. Nein, es ist eine Begegnungszone, also man darf da Fahrrad fahren. Schritte. Also ich habe schon mehrfach an die Stadt geschrieben in dieser Sache und habe auch sogar schon ein paar nichtssagende Antworten bekommen. Aber der Punkt ist, soweit ich das verstehe, in der Paris-Löhrhorn-Straße. Also da gibt es auch die Überlegungen, dass der Radverkehr da in beide Richtungen gehen soll. Das würde die Linzergasse entschärfen. Das Problem sind die Touristenbusse. Und in dem Moment, wo die Touristenbusse da wegkommen, ist es möglich, den Radverkehr dann in beide Richtungen zu lenken. Und also ich wäre auch extrem dafür, die Touristenbusse an der Stadtgrenze zu halten. Und ja, dann wäre das auch möglich. Ja gut, dann schließe ich jetzt ab, oder? Und dann, glaube ich, hast du den Plan, dass wir so ein bisschen in die offene Diskussion noch reingehen, oder? Oder offene Runde? Genau. Wieder nichts vorgreifen. Nein, also gut. Also, für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Lisa, komme auch aus dem wunderschönen Unken, bin auch Pinzgauerin, bin aber schon seit meinem 14. Lebensjahr in der Stadt Salzburg unterwegs. Das heißt, ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier meine Lehrzeit verbracht, habe ihr meine Studienzeit danach noch verbracht und bin dann wieder mit 27 in den wunderschönen Pinzgau reingewechselt zum Arbeiten. Also das war, heißt, ich bin eigentlich eine Zeit auch in der Stadt Salzburg sesshaft gewesen, aber nicht so sesshaft, dass ich da gewohnt habe, sondern immer gependelt bin. Und ja, also ich sehe es aus der Sicht der Pendlersicht der Stadt Salzburg und wie die Kathi erst schon gesagt hat, ist das einfach Chaos. Und das hat sich in diesen letzten Jahren und auch jetzt, wo ich wieder tagtäglich in die Stadt Salzburg fahren muss mit dem Auto, weil wir keine Zugverbindungen in Unken haben, sind nichts daran geändert hat. Wir kommen nicht anders rein. Wir müssen über das kleine deutsche Eck fahren. Wir haben nicht die Chance, dass wir mit dem Bus fahren, weil der Bus geht am Anfang alle Stunden, dann nochmal zwei Stunden und am Abend dann gar nicht mehr. Das heißt, wir können weder heraus Abendveranstaltungen wahrnehmen, nur dass wir mal fortgehen raus. Das ist uns eigentlich völlig verwehrt. Und da gibt es ganz, ganz viel Anliegen, weil ich würde schon sagen, wir Pinzgauer finden schon zu Salzburg auch Angehörigen, würden auch rauskommen, vor allem von unteren Salachtal. Nur die jungen Menschen haben keine Möglichkeit, weil Mama und Papa haben, glaube ich, keine Freude, dass sie in der Nacht da mit dem Auto rausfahren dürfen und die jungen Menschen holen, weil sie was trinken wollen. Es hat auch nicht immer irgendwer Lust dazu, dass er mit dem Auto rausfährt und Taxi spielt jedes Wochenende. Und das Gleiche ist, wenn man dann draußen arbeiten ist, du überlegst das ja dreimal, ob du in der Stadt Salzburg arbeiten gehst, weil, wie man gehört hat von der Karte, uns werden die Parkplätze nicht finanziert. Das heißt, wir zahlen da 100 bis 150 Euro im Monat, nur dass wir in der Stadt Salzburg arbeiten dürfen. Und ja, Obus ist für uns ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann stehen wir halt draußen in Wals und ja, haben halt nicht viel davon, weil wir da zahlen und beim Obus zahlen und da zahlen wir noch. Und ja, also aus Landmenschsicht muss sich da ganz dringend was ändern. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Ich möchte einen Punkt von mir noch persönlich bringen. Ich bin Germinal unterwegs, also so jetzt bin ich mit dem Rad und mit dem Bus. Und nachdem der Bus halt oft einmal spät kommt, dann wieder eher mit dem Rad. Und es gibt nicht so viele Tage, wo es wirklich einen Schnee hat in der Stadt. Mhm. Aber mhm. es dauert oft 3-4 Tage, bis die Radwege gereinigt sind. Mhm. Und das ist dann schon zart. Das führt dazu, dass die Radler dann ja, trotzdem fahren. So ehrlich muss man sagen, es gibt ein paar, die geben es dann auf. Und die fahren, müssen dann auf der Straße fahren. Und dann ist dort eh oft schon feucht und glitschig und dann wird es auch noch gefährlich. Also das ist was, wo ich sage persönlich, da bin ich der Meinung, das ist eigentlich ein kleiner Hebel. Das kann man relativ kurzfristig umsetzen. Und dann möchte ich noch zwei Ergänzungen machen. Das eine, also ich bin jetzt seit 8 Jahren in Salzburg. Ich war damals überrascht, dass man in Salzburg in der Fußgängerzone mit dem Rad fahren darf. Also in München habe ich mehrfach Strafzeit, in Salzburg war das nie ein Thema. Ja, da steht Begegnungszone, was auch immer, am Beispiel der Linzergassen. Das war, als Radfahrer finde ich es cool, aber natürlich muss man sich überlegen, wie geht man gemeinsam damit um. Es ist ja noch viel besser, die klingeln ja dann. Nicht? Die fahren ja. Rad und die klingeln weg hier. Genau. Das ist das Allerbeste von der Geschichte. Wenn man Glück hat, dann wir klingeln es nicht. Und weil jetzt ein paar Mal das Thema Neudor gefallen ist, da möchte ich vielleicht ergänzen, was mein Wissensstand jetzt ist. Mein Wissensstand ist, dass die Neudorsperre sowieso kommen wird. Nicht jetzt unbedingt, weil die Mehrheit der Politiker das jetzt haben will, sondern weil diese Festspielhäuser renoviert werden. Und mein Verständnis, wer sich da besser auskennt, korrigiert es mich, da müssen dann durch das Neue, diese LKWs zu- und wegfahren und der ganze Baustellenverkehr läuft da während dieser Zeit. Wenn ich es richtig im Kopf habe, reden wir da jetzt nicht von 2 Monaten, sondern von ungefähr 3 bis 5 Jahren. Ich glaube, dass das, wann kommt das? In 2 Jahren? Wo ich richtig 25 beginnt es. 25, okay, jetzt haben wir schon 24. Ich glaube, wenn dieses Neutor 3, 4 oder 5 Jahre zu ist, und wir Salzburger sind doch alle Gewöhnungsmenschen, nach der Gewohnheit, dann werden wir zumindest jetzt einmal für alle, die das nicht so sinnvoll achten, wir werden die Möglichkeiten haben, das zu testen, wie es uns damit geht. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wenn das ein paar Jahre zu ist, dass das dann nicht wieder aufgemacht wird. Das ist meine persönlich, ist nicht, dass es war, sondern einfach eine persönliche Einschätzung. Danke mal, wir haben es fleißig notiert. Die Caro hat viele Fragen und Anmerkungen auch auf Schildern geschrieben. Ich würde trotzdem vielleicht sagen, machen wir vielleicht, weiß ich nicht, 5 Minuten Pause, eine Toilettenpause und für die was essen wollen, dass man sich vielleicht was anschauen kann und was bestellen kann. Und währenddessen können wir sich ja gerne mal die Schilder anschauen und so ein bisschen anschauen, was ist jetzt allein nur in der Runde. Die wenigsten von uns sind Verkehrsexperten. Es gibt ein paar, die verdienen das Geld damit. Ich habe aber eine ÖBB. Ich habe immer den Geld. Aber es sind zumindest einmal viele Anliegen, Ideen kommen und mein Eindruck ist, dass das wirklich alles konstruktiv ist. Und das allein schon, glaube ich, führt dazu, wenn wir uns zusammensetzen und konstruktiv was überlegen, dann kann was rauskommen. Wir werden jetzt sicher nicht schaffen, dass wir alles umsetzen, das ist sofort und ab morgen, das wissen wir auch. Aber ich denke, wenn sich jeder von uns jetzt ein bisschen anschaut, was haben die anderen so gesagt, können wir den einen oder anderen Punkt vielleicht nochmal diskutieren und schauen, okay, wo können wir vielleicht den Fokus setzen. Darf ich bitte etwas dazu sagen? Bitte. Ich glaube, jetzt rein von Neos Politik her, ja, ich würde mich auf 3 Themen fokussieren, weil du kannst nicht kommunizieren, wir haben jetzt sehr, sehr viele Dinge angerissen, ja, in der Presseaussendung und so weiter, 3 Messages, weil das kommt dann bei den Leuten an, sonst wird es zu viel und es wird ein Munch, ja. Wenn man sagt, man ist es fürs Essling, man ist für die Neutorsperre und vielleicht noch was, ich weiß es nicht, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie denke, aber ich würde sagen, es sind so viele Themen, ja, und wenn wir das bündeln könnten, wäre meine Meinung, im Laufe dieses Abends, dass man dann sagt, so, das ist unsere Message. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt.
Ja, das ist ja die Idee, weil viele und dass man dieser das auch Meldungen lassen sich ja einfach zusammen, genau, weil genau. Wir haben sehr, sehr oft gehört, die Öffis müssen besser werden, ja. Die Öffis müssen pünktlicher werden und die Öffis müssen vielleicht zeitlich besser. Genau, zeitlich besser. Und wir können ja schauen, wo wir die Kärtchen vielleicht irgendwie so da positionieren in dem Raum, dass wir das ein bisschen zusammenbringen. Ja, genau. Ich meine, ich weiß, ein Thema, glaube ich, was halt, also ich glaube Parkhäuser, nicht? Also unabhängig jetzt auch von Essling oder irgendwas, Nord, Süd, Ost, West, ja, Nord, West und Süd ist kein Problem mit Parkhäusern und dort zu sagen, da macht man einen Gratis-Shuttle oder was immer. Ja. Im Osten müsste man da ganz schnell den Kapuzinerberg-Tunnel durchschlagen. Über Nacht, dann hätten wir also wir machen es neu dort zu, machen aber einen Tunnel durch den Kapuzinerberg. Ja, das genau. Ist genau das mein ist Humor. Das ist genau mein Humor. Und den, genau. Wenn wir es neu dort zu machen, wenn wir mal wieder gehört in die Festspiele prüfen, weil wir ja in Salzburg so kreativ und neu sind, machen wir gleichzeitig auf der anderen Seite 5 Jahre Baustelle wegen Essling, damit wir dann quasi bis zum Mirabellplatz kommen. Finde ich auch total toll. Das läuft. Ich bin dann nur für eine Mietpreiserhöhung, dann können wir Salzburg komplett zusperren. Dann fährt da keiner mehr aus dem Pilzgau rein. Problem gelöst. Da bleibt ohne Zeige. Ich würde mal sagen, da bleibt jeder da drüben und Salzburg, das gab's mal. Gehen wir ins Wachsmann. So blöd es ist, das wird sich früher oder später, wenn die Entwicklung in der Stadt Salzburg so weiterläuft, mit dem Jahr 25 automatisch zu haben. Weil, wie gesagt, wenn ich mir anschaue, dass ein Seitensprung, das ist seit Jahrzehnten, jetzt nur noch am Freitag und Samstag offen hat, wenn ich mir anschaue, dass vor kurzem ein elitäres Salzburger G7 am Silvesterabend, wie man seine Pforten geschlossen hat, um dann ins Balboa neu aufzuerstehen. Also ganz, ganz im Ernst, die Nachtgastler, wir haben da vorher von der Dame quasi wegen der Gastgärten in Münzegast, die leben jetzt noch ein bisschen vom Tourismus, aber wenn man die dann auch noch alle mit dem Bus draußen lassen, wobei ich durchaus dafür bin, die Reisebusse auszulagern, aber gesagt, wenn man die jetzt auch noch wegfährt, der Einheimische kann es eh nicht mehr leisten, es ist eh nur noch der Tourist, und wenn man zu dem jetzt noch sagt, der durchs Leiter kommst du rein, dein Shuttlebus, ja, dann stellen wir die an den Arsch der Welt und dann schau, wie du rein kommst, hinterm Schirm noch spaziert, dann ist das mit der Gastronomie ein obsoletes Thema. Nein, ich bin eh voll bei dir. Ich finde das alles sehr bedenklich, was in Salzburg passiert. Nein, ich finde das nicht bedenklich. Es ist eine natürliche Konsequenz dessen, dass wir sehen, was wir geerntet haben. Wenn ich natürlich erst Leute Geld zahle, dass sie ihre Firmen zu schützen, erhöht und dann mit einer politischen Korrektnis auf den ersten Fehler aufbaue mit den Russland-Sanktionen und da gleich weiter den nächsten Fehler macht, ja, dann bin ich irgendwann als Testweltmeisterland und habe die zweithöchste Inflation. Und dann darf man sich wundern, warum irgendwie nichts mehr geht. Aber wie gesagt, ich bin auch dafür, wir machen einfach einen reichen Tunnel. Dann sehen wir alle irgendwann wieder Licht am Ende. Bitte macht's mal gleich. Ja, wir sind aber schon Pinsel oder einer. Aber ich bin so gehofft schon. Also ich bin da auch in vielen Salzburg unterwegs, aber es ist. Nein, also ich bin der tatsächlichen Überzeugung, dass das Thema Verkehr in Salzburg völlig überbewertet ist. Für Pendler sehe ich es völlig. Also wenn jemand nach Salzburg muss oder will, weil er da arbeitet, das ist ein echtes Drama, das verstehe ich total. Wenn der Salzburger heutzutage sagt, mein Bus kommt spät, ja dann gehe ich 15 Meter zu Fuß. Also, Entschuldigung. Das ist aus unten, aus Lofa oder wo auch immer, das ist ein Thema. Ja, wenn mir heutzutage einer sagt, ui, ich wohne in der Alpenstraße und ich muss am Mirabellplatz und mein Bus hat Verspätung, ja dann scheiße ich irgendwann auf den Bus und gehe zu Fuß. Das ist nämlich machbar. Du müsstest unbedingt für den Gemeinderat kandidieren. Ja, das ist sicher auch schon so. Nein, ich habe weder wen angelogen, noch wie Steuer gehört. Politische Karriere ist somit also. Nö. Nein, aber vermutlich ist es nicht so. Also, ich habe mir jetzt die Schüler, die die Caro da ganz zeitweise geschrieben hat, so ein bisschen angeschaut. Und mein Eindruck ist, einige dieser Schilder oder viele dieser Schilder geht es ums Thema Öffi oder vor allem um den Bus.
Das war so nicht bei allen, aber bei einigen. Die Idee ist, dass wir jetzt vielleicht einfach einmal die Busthemen ein bisschen sammeln und schauen, wo wir da ankommen. So, was haben wir da? Autofrei, Angebot Pendler. Da ist zum Beispiel ein Busthema. Wer eins findet, gibt mir es bitte. So, die Körperflecke, ja. Wir können das aber rüberreichen, gell? Das ist quasi immer eine Anlage. Schweinsbrat. Danke. Ich habe jetzt einmal nichts anderes gemacht wie ein paar Schülernummern. Und ich lese dir jetzt kurz einmal vor, warum sind die Öffis immer unpünktlich, warum sind die Busse so voll, der Ausbau der Verbindung ins Umland ist wichtig, das habe ich jetzt auch vor allem einmal zum Thema Bus, warum gibt es in der Nacht keine Öffis, warum ist die Öffitaktung so schlecht, warum kostet der Bus so viel wie ein Liter Benzin. Also haben wir einige Themen, die man wahrscheinlich unter das Thema Busse ein bisschen zusammenfassen können, und es geht hier um volle Busse, es geht um unpünktliche Busse, es gibt um Busverbindungen, die es vielleicht gar nicht gibt, es geht um den Preis, das ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, es geht das Thema, warum gibt es in der Nacht keine Öffis und warum ist die Taktung so schlecht. Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt einmal so versuche zusammenzufassen, geht es eigentlich darum, dass man die Busverbindungen sinnvoll ausbauen sollte, die Frequenz erhöhen und den Preis überdenken, oder? Zu den Stoßzeiten. Es gibt ja anscheinend offene Busse, die dann außerhalb der Stoßzeiten klar durch die Gegend fahren. In der Früh, wenn Schüler in die Schule und Erwachsene in die Arbeit müssen, ist es ein Chaos, weil da wirst im Bus zerdruckt und du hast eventuell Pech, dass eine Zweitlinie kommen muss, weil der erste eh schon zu voll ist. Aber über den Tag verteilt, wenn alle in der Schule oder in der Arbeit sind, sind die meisten Busse, die in Salzburg rumfahren, mäßig gefüllt. Und zum Abend hin, sprich nach Büroschluss und dergleichen, nach 19 Uhr, fahren ganz viele sinnbefreit leer im Kreis. Und das ist meines Erachtens noch nicht unbedingt das perfekte Ausnutzen des vorhandenen Fuhrparks, den die Stadtwerke haben. Da könnte man eventuell dran arbeiten. Ich finde, wie gesagt, den Punkt mit warum fahren in der Nacht keine Busse, ehrlich gestanden, nicht angebracht. Es gab in Salzburg irgendwann diese Aktion Bustaxi. Wie gesagt, inzwischen hat man den Fahrdienst eh nach hinten hinausgezögert. Das heißt, am Wochenende fahren bis nach 1 Uhr in der Nacht Busse und in der Früh fahren sie ab 4:30 Uhr, 4:45 Uhr wieder. Also ich denke, für die Nachtschwärmer in der Stadt Salzburg, jetzt nicht in den Umlandgemeinden, aber in der Stadt Salzburg, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt betrunken, ich will nach Salzburg Südalpenstraße oder ich muss nach Itzling, also der kriegt seinen Bus, weil die Lokale schließen um 4 Uhr und die ersten Busse fahren eine halbe Stunde später. Das ist meines Erachtens noch nicht das Drama, weil da steht er eh noch beim Kebabstandl und dann kriegt er seinen Bus. Wobei, da ist die Frage, also wir können die Frage so verstehen, geht es um jeden Tag, also geht es um... Nein, das ist an den Wochenenden, aber unter der Woche ist ja ohnehin das Nachtleben nicht so präsent, es ist ja inzwischen nicht einmal mehr am Wochenende. Weil die Bustaxis gibt es ja eh immer noch und die fahren ja bis 3, soweit ich weiß, am Freitag und am Samstag. Das Problem ist, dass die nicht da waren, also als Schüler hätte das immer wieder öfter genutzt gern. Dann haben wir da angerufen und pipapo, dann haben so viele andere Leute auch schon auf ein Bustaxi gewartet
dass man sich mit die zusammentun hat und einfach ein normales Taxi genommen hat, weil diese Bustaxi sowieso nicht. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben theoretisch in der Idee das jeweilige Konzept, in der Umsetzung sind wir kacke. Das ist ja, wie gesagt, auch was die Pünktlichkeit. Gibt es das noch, diese Bustaxi? Ja, ich habe keine Ahnung, ich gehe zu Fuß. Und zahle ich da ein Busticket und der bringt mich. Sind ja noch theoretisch daheim. Was kostet es? Ja. 4,9. Es gibt bestimmte Linien, da kommt das Taxi halt wie ein Bus. Okay. Und lass die an den Stationen mehr oder weniger, lass die von mir einmal dazwischen raus, wenn es ist, wenn du freundlich fragst. Wir haben vorher bei den Budgetverhandlungen das eingebracht und die. Oder? Haben wir. Und haben wir da Geld dafür? Die sollen ausgebaut werden. Ja, die haben wir dafür. Ja. Okay. Und dann ist da die Frage, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das finde ich gut, den Punkt. Ich selbst, ich merke das nicht einmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kostet schon mehr wie ein Liter, möchte ich erwähnen. Also, genau, ja. Die Frage ist, also was ist ein sinnvoller Preis für Busticket? Also ich finde, das ist eine populistische Ansage. Genau, weil. D'accord. Absolut, das hat jeder ein Edelweiß-Ticket oder die Schülerkarte. Wer kauft sich, das ist die Frage, wer kauft sich ein individuelles Ticket? Ich kenne kaum jemanden. Die Idee hinter der aktuellen Preisgestaltung ist, so wie sie der Verstand hat. Ich kaufe mir individuell. Wie viel Prozent von allem ist das? Dass sie ein Dauerticket kaufen und kein Einzelkauf. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch, dass das, so habe ich auch verstanden, dass das Ziel der Preispolitik eigentlich ist, die Leute in Richtung, wo immer Monatskarten, wo so ist, relativ viel Angebot. Ich bin ja immer für das, einer für alle, alle für einen. Ich bin ein Mensch, der braucht nicht sehr oft den Bus, weil ich doch sehr viel zu Fuß gehe. Auch mit dem Fahrrad nehmen. Im Winter steige ich nicht aufs Rad, weil ich das unverantwortlich finde, in so einer verkehrsgefährdeten Zone im Schnee, in Glatteis, als überhaupt auf ein Radl zu steigen. Aber auch wenn ich jetzt selten einen Bus nehme, es ist ein Skandal, ich verdiene nicht viel. Ich muss auch schauen, wo ich weiterkomme und dann, dass ich da 2,20 für einen Bus zahle, dann wieder zurück, wieder 2,20, dann habe ich 4,40 ausgeben. Aber um es konkret unterzubrechen, was wäre, jeder hat eine Meinung. Ich bin für das Capron-Beispiel, dass man Touristen sich sehr wohl sagt, ja, die sollen zahlen, was man da für einen Preis festlegt, würde ich sagen, 1,60, 1,80 maximal, ja. Aber für. Weil wenn ich in die Arbeit gehe, dann bin ich ja Dienstleister, ich tue was für den Staat, ich tue was für die Infrastruktur und dementsprechend sollte ein Mensch auch gefördert werden, dass die ganze Sache, dass das ganze Radl läuft in der Arbeit und so weiter. Weil wenn ich nicht mehr mir den Weg in die Arbeit leisten kann, dass ich nur noch arbeiten gehe, um einfach zu existieren. Wie oft kaufst du dir Busticket? Das ist sehr theoretisch. Einfach eine Frage, wenn jetzt ein Busticket 2,20 kostet und du hast das Beispiel an 70, dann reden wir von einer Preisdifferenz von 50 Cent. Wie oft kaufst du dir ein Busticket, dass diese Differenz einen Unterschied macht, ob du mehr oder weniger mit dem Bus fährst? Ich würde sagen, dass ich in der Woche, sagen wir mal, mit Hin- und Zurückfahrt gerechnet, 2 bis 4 Mal mir eine Buskarte kaufe. Dann ich habe ein ganz anderes Problem mit dem Busticket. Wenn ich beim Bus einsteige und ich möchte dort beim Fahrer eine Karte lösen, dann kann ich bei dem nur eine Einzelfahrt lösen, mit der ich theoretisch berechtigt bin, von Endstation nach Endstation zu fahren. Ob ich das nutze oder nicht, ich zahle diesen Preis. Wenn ich aber nur sage, ich fahre nur von Station 4 bis zu Station 9 oder 7. Das ist nicht überall so, weil wenn ich mit dem Zug nach München fahre, dann zahle ich nicht dasselbe, wie wenn ich nach Berlin fahre. Ich weiß nicht, wie oft sie mit... Entschuldige bitte, wenn du in Wien ein U-Bahn-Ticket kaufst, ja, kannst du das ganze U-Bahn-Netz nützen. In Salzburg ist das genauso. Wir haben noch keine U-Bahn in Salzburg, der will sich darauf hinweisen. Ja, bitte, das war schon, ja. Weiß ich nicht, Sie haben das Beispiel gerade gebracht. Ich bitte, machen wir es ein bisschen. Konzentrieren wir uns auf die Punkte. Um das konstruktiv zu halten, was vorher gefallen ist dieses Thema, das mit dem Kurzstreckenticket. Na, generell, man sollte das an die gefahrene Distanz anpassen. Ja, aber dann preislegungstechnisch muss ja ein eigenes Busticket für jede, also einen eigenen Preis für jede Station. Ja, wie kontrolliert man das? Das ist ja, vom Ab und her Bürokratie, also
kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nein, aber kann es ich kann das in Zonen machen, genauso wie ich es mit dem Taxameter darf. Ja, dann hätte man einen neuen Arbeitsplatz wer geschaffen, der im Bus das kontrolliert. Dauernd ins Wort platzen. Pro Busfahrt, ja. Wir haben eh so viele Leute, wir haben eh so viele Leute, die keine Arbeit haben. Gibt es in London zum Beispiel. Pro Busfahrt gibt es einen eigenen Schaffner. Also ich kann jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt Zeichen fahre. Also ich kann jetzt beide Meinungen nachvollziehen, muss ich sagen, weil in Wien ist ja auch so, dass es Zonenticket gibt, also das ist ja auch so. Ich frage mich aber auch gleich, wie sollte man das irgendwie vom Kontrollaufwand, dass das dann nicht so überhand nimmt, weil ich weiß nicht, wie sollte man es kontrollieren, aber wir haben gesagt, ich kann von beiden Ideen was abgewinnen. Aber nochmal auf den Punkt zu kommen, vom Preisgestaltungsding her, ich meine, ich erinnere mich daran, wo ich noch Schülerin war, ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen, ja, okay. Was habe ich da für Einzelfahrt gezahlt? Weil hin und wieder habe ich Einzelfahrt nehmen müssen, weil mein Schools-Card oder wie das geheißen hat, nicht gekommen ist. Was waren da noch Einzelticketpreise? Ich glaube, das waren damals aber nur so 1,60 oder so, oder? Ja, und damals konnte man eben auch noch beim Busfahrer dieses 3-Stationen-Ticket kaufen, was ja heute nur noch per Vorverkaufsticket, wenn überhaupt möglich ist. Und ich sage halt, es wäre der Bus attraktiver, wenn der Fahrgast nur ungefähr, eh nicht auf den Meter genau, aber ungefähr für die Leistung zahlt, die er in Anspruch nimmt. Ich was dazu sagen, für den Meter, weil ein bisschen theoretischer Hintergrund tut mir leid, ich bringe ihn nur rein. Ja. Es gab verschiedene Tests in verschiedenen Städten, dass man bis zu null für den Bus oder für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt hat. Also ich dachte, dadurch einen Lenkungseffekt zu erzeugen, hat man gerechnet, damit das Ganze attraktiver wird. Und die Ergebnisse, und es gibt kein Gegenbeispiel noch, und alles sind sehr nüchtern. Am Anfang zwar Interesse, man probiert es mal, aber dauerhaft hat man mehr Radler weg in den Bus gebracht, aber das, was man eigentlich wollte, dass Leute alleine eben damit diesen Extremfallsauto stehen lassen oder das annehmen, das hat man nicht erreicht. Und die Frage, die jetzt einfach, und da beleidige ich niemanden, der so lange gerade auf der Ebene ist, wo es diese Probleme gibt, dieser Teufelskreis, und es ist nichts anderes, wie schaffen wir es, dass das Ganze eine Verhaltensänderung wird und attraktiver wird. Sicherkontakt war so ein Beispiel, wo man ein neues Angebot eben geschaffen hat, wo sich Leute eben verändert haben, dass Jugendliche gar keinen Führerschein mal gemacht haben, weil sie eben immer ihre Verbindungen gekauft haben, weil das irgendwo auch preislich mit dabei und akzeptiert wird. Und der Kreis, wenn man eben mehr dichtere Verbindungen hat, angenehmere Verbindungen hat, nicht im Stau steht, irgendwo zusammengequetscht und so weiter, zusammen, und jetzt, das waren die Pull-Maßnahmen, also die Push-Maßnahmen. Neutersperre ist jetzt fast gefallen. Wie reagiert man und was tut man, wenn man jetzt wirklich sagt, die Innenstadt zwischen den Stadtbergen und so weiter ist jetzt die, wo man mit dem Auto nicht mehr reinfährt oder nur mehr sehr reduziert parkt oder was auch immer, wie reagiert man drauf? Und jeder von uns, und ich nehme mich da wirklich nicht aus, ja, geht von seinen Erfahrungen und seinem Verhalten aus. Es ist nur recht interessant, gerade jüngere Leute, die es nicht anders kennen. Es gibt genug Leute in Wien, die Kleinwagen noch Karrenbahn geben, beziehungsweise zwei Linien, da hat das ganz anders ausgeschaut. Und mittlerweile haben sich die Leute verändert. Salzburg gibt es Beispiel, seit es Radlerwege gibt, seit es die Staatsbrückenunterführung gibt, wie auch immer, ist plötzlich Salzburg dann zur Radlerstadt geworden. Und diese Kombination, ohne das auszuspielen, das wäre für mich das Interessante, wie macht man das attraktiver und wie macht man die Stadt attraktiver? Weil das Argument, es geht nicht nur um den Verkehr, das stimmt ja. Aber der Verkehr bestimmt das Stadtbild schon ganz gewaltig und auch die Lebensqualität. Und ich denke, die Aufgabe ist es, Studenten sind gefallen und so weiter. Ich habe das großartig gefunden. Salzburg wurde Studentenstadt, wurde ein bisschen weltoffener mit den Leuten, die hier wohnen. Aber es bleibt niemand wohnen oder niemand. Es bleiben sehr wenige. Und die bleiben, ziehen nachher nach Eggisberg. Das hat aber, wenn ich da kurz anhaken darf, nichts mit dem Verkehr zu tun, sondern dass Salzburg gemessen an dem, was es bietet, maßlos überteuert ist und zwar in allen Belangen. Das ist aber eine Konsequenz. Da gibt es viele Zusammenhänge, die da sind. Das ja. Und jetzt wieder, um auf den Bus zu kommen, wenn diese Frage immer recht schön, was macht mir den Bus attraktiver? Und wenn es wirklich das wäre, dass es 20 Cent weniger diesen Effekt bringen würde, ich hoffe, dann hätte schon jeder getan. Ja. Es ist gut, es gibt Angebote, es gibt
mehrere Möglichkeiten. Ja, die Tendenz ist, dass man sagt, die Einzelfahrten und das Kaufen beim Schaffner soll teurer werden, unattraktiver, weil eben irgendwie teurer. Okay, ist eine gewisse, ist eine Einstellungssache. Nichtsdestotrotz ist wirklich für jeden Einzelnen, das kann man sich eben stellen, wann würde ich es wirklich nutzen? Nicht gelegentlich, sondern wirklich so, dass ich zumindest die Hälfte der Fahrten ersetze, die ich sonst eben habe. Und dann wird es schon interessant, weil ich gebe auch vollkommen recht für den Städter, ich bin heute im Scooter da, weil ich es eingekauft habe, normal gehe ich arztlos, schaut die Situation vollkommen anders aus, wie wenn man für einen Außenbezirk oder gar irgendwo da. Aber das Mobilitätsbedürfnis, das ist so. Und je mehr Leute das gut haben wollen, desto besser wird auch die Qualität des Angebots sein. Aber das war jetzt nur zu viel. Vielen, vielen Dank, wir verabschieden mich. Mein Taxi geht heim. Du hast nicht gewusst. Nein, keine Chance. Ich wünsche euch noch für einen interessanten Abend, viel Spaß bei den Gesprächen. Ich habe ziemlich viel mitgenommen und es gibt einiges zu tun, glaube ich. Schönen Abend, macht es gut. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Jetzt haben wir über den Bus relativ lang gesprochen. Jetzt mal knapp immer mal ein Stück für die Autofahrer. Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich, da geht es ja darum, dass die Westautobahn von der Grenz bis Salzburg-Nord, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Vignette natürlich ausgenommen ist. Wenn ich aber in Wals auffahre oder vom Walser Berg komme von Deutschland, nach Salzburg-Süd ist Vignettenpflicht. Ja. Das heißt, eigentlich ist die Forderung, dass man diese Vignettenpflicht bis inklusive Salzburg-Süd aufhebt. Genau. Oder? Mhm. Gut. Es ist eine logische Forderung, ich kann euch jetzt nicht sagen, warum das damals so gedacht worden ist. In der Stadt, weil mehr Leute, die von Walserberg kommen, in den Süden reisen, weil sie nach Italien und Ähnliches unterwegs sind, ja, und nicht nach Wien. Ja. Und deswegen man gesagt hat, da machen wir uns mit den Fremden, die mit dem Auto im Stau karawanenweise zu Pfingsten und zu jedem anderen Anlass stauen, weil das, wie gesagt, wir reden da vom Bus, aber jeder steigt freiwillig ins Auto und fährt nach Lignano und da sind da ganz viele Österreicher betroffen und die Deutschen machen es noch lieber. Ja, Nein, es geht um den Park and Ride Messe, dass die Leute aus Deutschland kommen, mautfrei der Europark los. Der Europark. Ja, der wird ja auch noch ausgebaut. Der nach Italien fährt, den wird die eine Abfahrt nach Salzburg-Süd nichts nutzen. Nein, aber man hat einfach, wenn man das bis Süd mitmacht, so sagt man, man hat den Touristen und zockt den Stadt-Salzburger mit dem Klischee des Touristen ab, eindeutig. Gut, also, meines Wissens, Vignette ist Asfinag und Asfinag können wir eine Forderung machen, aber und ich glaube auch, korrigiert mich, das ist ja schon mal, das hat ja sogar die Landesregierung, die alte, diskutiert. Ich weiß nicht, woran das gescheitert ist, aber wir nehmen es auf alle Fälle mit. Ich glaube, dass das nicht so einen großen Effekt hat, wie wir alle glauben. Weil Vignetten, die kauft man sich, wenn man es braucht. Und nur damit da die 300 Autos am Tag die Abfahrt nehmen können, ich glaube nicht, dass das den großen Impact auf die... Es geht ja um die verkehrsberuhigte Zone in der Stadt. Und ja, wenn einer das umfahren kann... Wenn ich jetzt zum Beispiel von Taxam nach Anif mechert, ja, dann fahre ich doch eher durch die Stadt dann. Aber so würde ich die Alpenstraßen schon mal einig entlasten, die ganzen Wege dorthin, Snubstraßen, hinten alles auf, wenn ich die Autobahn nutzen konnte. Weil wir diese ganzen Berechnungen und so weiter auch machen, ja. Das kann man ganz gut simulieren und funktioniert auch. Die Problematik nach hinten auch, wir haben das Umweltthema natürlich auch von dem her, dass wenig geholfen ist, wenn ich für eine Strecke von 5 Kilometer jeder 25 Kilometer außen rumfahrt, um das zu erreichen, dann hat man nicht wirklich in dem Gesamtkontext was gewonnen. Das sind ja nur noch 80 km/h erlaubt teilweise. Auch das sind ein paar Kilometer. Nein, die haben doch die bösen Freiheitlichen aufgelassen. Jede dieser einzelnen Maßnahmen hat eine Konsequenz und die ist manchmal nicht so die erste, die ich irgendwo jetzt so im Kopf habe. Und es geht eben nicht nur, wie komme ich von A nach B, sondern das hat eben dann Auswirkungen und Effekte für viele andere. Und deswegen, der Gesamtplan, der hat schon Sinn jetzt von dem her. Und den Gesamtplan werden wir aber nicht erreichen, wenn es heiß ist, wenn die Klimaerwärmung kommt, dass ich halt das Klimagerät kaufe. Ja? Und wenn ich ganz toll bin, dann kaufe ich mal einen Hybrid, da tue ich eh schon was für die Umwelt. Und das ist einfach dieser Punkt, wie schafft man es in Zukunft,
so anders zu tun. Und jetzt kommt eben die Herausforderung, ohne dass es jetzt unglaubliche Einschränkungen und Verzicht, sondern auch einen gewissen Mehrwert hat. Eine perfekte Lösung wird es nie geben, aber wenn man eine verkehrsberuhigte Zone will, wird man da nicht drum rumkommen. Um was? Um die Umfahrungsstraße. Ich könnte jetzt andere Beispiele aufzählen. Ja, aber unsere Politik in Österreich hat Hendorf umfahren, Österreich baut lauter Umgehungsstraßen, baut, damit der Ortskern und die Anrainer dort beruhigt sind. Und jetzt in Salzburg ist es auf einmal schlecht. Also das muss man jetzt auch noch erklären, warum das 30 Jahre die heilsbringende Botschaft war. Wenn es um Salzburg geht, ist es auf einmal doof. Würde ich anders formulieren, man hat, sage ich früher, viele, man hat viele Dinge nicht in der Form gewusst auch und dachte, es ist gut und richtig und den Verkehr, den ich nicht sehe, ist der gute Verkehr, damit ist in der Innenstadt fein aus. Ja? Und jetzt geht es wirklich Lenkungseffekte und Veränderungen. Und dafür muss ich auch ein bisschen von dem her umdenken. Und wenn ich jetzt eben damit, weil ich die Umfahrung habe, plötzlich alle Autos, wie gesagt, die Straße nehmen und wahrscheinlich dann noch die neue Siedlung dort entsteht, weil ich eh so schnell in der Stadt bin und diese ganzen Entwicklungen, die es gegeben hat, da versucht man jetzt auch hier zu sagen. Aber einfach nur zu sagen, ich lenke den Autoverkehr irgendwo um, damit ich in meiner Festung der selbstsüchtige Riese da meine Ruhe habe und außenrum ist halt irgendwo das. Aber wir reden von Salzburg, das ist kein Megacity wie Wien und die Umfahrung auf die Autobahn oder die Innenstadt ist marginal viel größer. Also in der Innenstadt fahre ich auch zickzack hin und her und so hätte eine gerade Linie. Streckenmäßig zusammen würde es dieselbe Strecke ergeben. Es gibt die Kaminierten und auf der Autobahn da fahren. Das wissen wir nicht. Das ist betroffener. Das wissen wir nicht. Ja, dann müssen wir es halt mal einfach mal ausprobieren. Aber es geht darum, dass die sprechen, die ein bisschen leiser sind. Deswegen versuche ich da jetzt die auch zu bremsen, weil einfach die Erfahrung ist, der lauter ist, sagt mehr und dann trauen sich die anderen nichts. Und das ist ich habe halt auch gar nicht überlegt. Das ist angeboren. Nicht ernst nehmen. Also ich glaube, viele Probleme, was wir da haben oder Herausforderungen, ist so ein Dominoeffekt. Und ich finde, wenn wir wissen, welchen Dominostein wir umwerfen müssen, dann hat das viel Hebeleffekte auf die anderen. Und ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, weil ich bin einerseits ein Öffi-Fahrer und andererseits ein Autofahrer. Ich glaube, ein großer Punkt, wo wir ansetzen können, ist zwischen Stadt und Land, dass einfach viele Autos fahren einfach rein und es gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten, dass man diesen ganzen Verkehr verlagern kann. Das heißt, ich würde es sinnvoll finden, wenn man die Möglichkeit, wenn man einfach generell im Außenbereich von den Stadtgrenzen so Punkte schaffen könnte, wo eben der Verkehr ausgelagert wird, wo man eben auch so Park-and-Ride-Plätze hätte, weil es wird sich jetzt nichts bringen, wenn wir in der Stadt überall nur den und den Bus fahren lassen und so weiter, wenn jetzt eben nicht mehr Markt da ist, würde ich jetzt sagen, wenn trotzdem nur 100 Leute fahren, wird sich das jetzt nichts bringen, aber wenn jetzt auf einmal die Leute umsteigen müssen, dann ist auch wirklich das Potenzial da, dass man eben da was verändert und dass man eben auch schaut, hey, wie kann man die Strecken effizienter liegen, weil sonst wird es einfach nur sein, dass vielleicht dann die anderen Busse ein bisschen voller sind, aber dann die anderen wieder leerer. Und wie wir wissen, sind die Mitarbeiter jetzt auch nicht so im Maße überall da. Und ich glaube, wenn man einmal die Autofahrer dazu zwingt, ein bisschen mehr auf die Öffis umzusteigen, dann kann man qualitativ da eben das Angebot auch anschrauben. Würde ich sagen. Ich möchte den Punkt jetzt gleich aufgreifen, weil natürlich ist ja Geheimnis, wir fordern ja den Ausbau der Park-and-Ride, aber mit dem Ausbau selbst ist es ja oft nicht getan, weil es gibt ja auch jetzt Park-and-Ride, die sind halt nicht so attraktiv. Und es wird auch nicht beworben. Genau, die werden nicht beworben, es gibt es, aber keiner, also ich kenne niemanden, der wirklich, wenn er in die Stadt Salzburg von außerhalb fährt, zur Messe fährt, dort parkt, sich einen Bus nimmt und reinfahrt. Also, gibt sicher die Leute, aber ich habe persönlich noch nie einen getroffen. Das funktioniert nur, wenn sie gezwungen werden. Genau. Ja. Und zumindest weit abseits parkt, weil die Preise bei der Messe zum Parken ja auch horrend sind. Genau, also es ist keine sinnvolle Lenkung, meiner Meinung nach. Es gibt ja, ich glaube, es ist vorher gefallen, ein paar so in Norditalien, ein paar so Städte, die jetzt auch von der Größe durchaus vergleichbar sind mit Salzburg, also wir vergleichen uns ja immer gerne mit Manhattan und so, aber wir sind dann doch nicht so groß und ich habe jetzt auch so die Punkte genommen, wie bekommen wir die Innenstadt autofrei und ich finde total für eine Neubausperre und wenn ich diese Beispiele, wie heißt diese Städte da alle, Verona, Vicenza und diese Ecken da,
Dann war das, glaube ich, vor 10 Jahren schon so, ich weiß nicht genau, wie lange das zurückgeht, mit so Kamerasystemen. Da funktioniert es, aber ist natürlich sehr, sehr stark reguliert. Ich persönlich finde halt, also unter Innenstadt, muss ich sagen, weiß nicht, was ihr darunter versteht, verstehe ich jetzt mit der Diskussion eben zwischen Neudorf und Rotkreuz-Parkplatz. Weil der Rest eh schon durch Poller weitestgehend geregelt ist. Und ich persönlich habe mich auch für den Neudorfsperre ausgesprochen, bin auch der Meinung, dass man, wenn wir Dinge angehen, und der Lukas, du hast es ja erwähnt, du wurdest da jetzt nicht nur beklatscht dafür in der Vergangenheit, dann sind wir Neos auch durchaus dafür bekannt, Dinge durchzuziehen und konsequent und lange aufzufordern. Und ich bin der Meinung, aufgrund auch der Gründe, die ich genannt habe, dass das sowieso kommen wird und dass man die Leute jetzt schon auch transparent informieren sollte, dass das passieren wird und dass man sich jetzt Gedanken machen sollte, wenn das passiert und das kommt, wie man diese Altstadt attraktiver gestaltet. Weil ich weiß nicht, wie oft ich bei einem Rotkreuz-Parkplatz vorbeikomme und dann staut sich da alles und dann steht der Bus und es steht alles, weil einfach die Leute nicht mehr vorbeikommen. Das heißt, das ist ein Thema, da haben wir uns auch schon klar positioniert, weil wir glauben, dass das auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dort einfach sind, attraktiver sind. Die noch da sind? Die noch da sind in der Innenstadt? Ja, und mit einigen von denen, die da betroffen sind, habe ich gesprochen. Und die meisten von denen sind eigentlich auch positiv dem gegenüber eingestellt, weil ja auch andere Städte sind nicht ausgestorben, wie man es gesagt hat, weil irgendwo eine Fußgängerzone gekommen ist. Das heißt natürlich nicht, dass da nicht geliefert werden darf und sonstiges. Aber das ist ein Thema, was uns, glaube ich, in der Stadt noch in den nächsten Jahren einfach betreffen wird. Und deswegen ist die Frage, ob es mit dieser Beruhigung noch andere Dinge gibt, weil es einfach kommen wird, wo einer von euch vielleicht eine Idee hat oder einen Punkt, wo man sagt, den sollte man nur mitdenken. Weil was passiert denn dann mit dem Rotkreuz-Parkplatz? Wenn ich jetzt einfach nur das Neidor zumache, dann fahren halt alle dort und vielleicht versuchen dann noch mehr Leute am Rotkreuz-Parkplatz einen Parkplatz zu finden und wahrscheinlich sind die dann auch nicht so erfolgreich. Ja, es staut dann aber an anderen Seiten wieder mehr, weil die das umfahren und doch da durch wollen. Genau, also wahrscheinlich braucht man ein Konzept, dass man das auch, dieser Rotkreuz-Parkplatz einfach keine Zukunft hat. Gut, und hat den Müller Parkplatz halt noch, wenn und andere kleinere Parkplätze, die Altstadtgarage, aber wenn es der große Wurf wird, dann soll ja der Verkehr eben nicht in die Stadt kommen. Der soll schon außen abgefangen werden. Das muss man immer mitdenken, nicht? Weil wenn wir was zusperren und die Leute fluten weiter hinein, dann haben wir ein quantitatives Problem. Ne? Genau, also die Schleichregeln sollten ja nicht alle überfüllt werden. Das Problem grundsätzlich ist halt einfach einmal meines Erachtens, Salzburg ist einfach eine Stadt und wir haben schon gesagt, knapp 160.000 Leute, von denen besitzen viele pro Haushalt mindestens einen Pkw. Und wenn man halt jetzt sagt, ja, man macht die Stadt jetzt autofrei, bis auf die Ausnahmegenehmigung haben, ja, da wird sich nicht viel verändern. Es wird nur für ein paar Leute, wenn sie durchs Neudor nicht durchfahren können und nach Salzburg Süd die Vignetten zahlen müssen, eventuell so, dass man dann halt einfach um einen Rheinberg um einen dummen staut und dann haben wir plötzlich da einen neuralgischen Verkehrspunkt, wo er halt jetzt in der Innenstadt ist. Aber da tauschen wir quasi die weiß ich nicht, den Belzebub gegen einen Teufel aus. Ich glaube schon, dass sich verändern wird. Ja, gut gesagt. Aber du sagst es ja selber. Man muss eigentlich schauen, dass man das Auto. Ich habe ja gerade gesagt, dass es weniger attraktiv muss. Genau, das Autofahren in der Stadt muss weniger attraktiv werden. Diese Park-and-Ride-Geschichten, ja. Wenn, also, es gibt es ja schon, Sebastian, wir haben drüber gesprochen, nicht? Parkgebühr zum Beispiel in Salzburg-Nord inklusive für 4 Personen im Parkhaus und rein kostet irgendwas. Ja? Und dann steigst du sofort in das Auto ein, denn jetzt ist es ja so, du musst parken und dann musst du extra noch ein Ticket für den Shuttlebus lösen. Ja? Das ist ja auch wahnsinnig. Wenn du eine Pauschale hast und sagst, okay, die Tagesgebühr ist so viel und für 4 Personen komme ich in die Stadt und zurück, ohne weitere Manipulation.
dann funktioniert das. Und das gehört natürlich beworben in allen Umlandgemeinden, bei allen Hotels, wo die Leute reinfahren. Nicht? Das ist erst ein uraltes Thema. Setze ich aber trotzdem durch. Wenn es regnet, kommen alle rein, wollen bis zum Rathaus fahren und sind dann fast erstaunt, dass das nicht geht. Man muss ja damals an ein Beispiel, an Münchner denken, der möchte jetzt das Salzburg anschauen, fährt nicht mit dem Zug, sondern mit seinem Privat-Pkw nach Salzburg. Da muss man ihn aber dennoch auch irgendwo außerhalb, nahe der Stadt, Innenleben, eine Parkmöglichkeit bieten. Aber auch nicht zu Kosten dann der Anrainer, die dort ihren eigenen Parkplatz brauchen. Ja? Jetzt streiten wir uns darum, dass man die Parkgarage, Tiefgaragen nicht ausbauen sollte, dann muss man sie aber doch wieder ausbauen, dass er nachher von dort dann wieder mit dem Bus weiterfahren kann. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, um auf das Thema Neutausch-Sperre, ich habe das ja vor 5 Jahren ja auch, sehr kontroversiell ja auch, das nicht miterlebt. Das hat uns damals wahrscheinlich auch nicht, so wie Lukas so richtig sagt, nicht viele Stimmen gebracht. Wenn wir, also ich wohne in der Riedenburg, ja, und ich verfolge das ja sehr genau, ja, und all das, was sich in diese Garage bewegt, an Spitzentagen, führt zu einem großen Stau und zu einem Standverkehr. Das geht dann in die, was weiß ich, in die Neuderstraße, in die kleine Hauptstraße, man kann sich vorstellen, wie weit das geht. Das ist ja sozusagen der Irrsinn, für mich zumindest, dass man geglaubt hat, man baut die Garage aus, ja, und dann ist das Verkehrsproblem gelöst, weil die Garage, habe ich vorher schon gesagt, zieht ja nur Verkehr an. Die Neutorsperre hat für mich nur dann Sinn, und da bin ich ganz davon überzeugt. Persönlich glaube ich auch, dass die Altstadt es verdient hat, dass sie autofrei wird, und da ist das Neutor ein neuralgischer Punkt. Ja? Und irgendwer hat gesagt, Sie haben das gesagt, also diese Visionen, die es da gab bei anderen Städten, und man hat den Niedergang sozusagen prophezeit, und da ist das überhaupt nicht gekommen. Genauso glaube ich auch, wenn Salzburg die Innenstadt sozusagen autofrei wird, sprich wenn das Neutor nicht mehr befahrbar ist, werden alle davon profitieren. Nur dafür brauchen wir einen Ausbau des öffentlichen Systems. Weil, wenn ich mit dem Auto nicht mehr in die Garage, jetzt was weiß ich, in die Mönchsberg-Garage fahren kann, dann brauche ich ein vernünftiges öffentliches Verkehrsmittel, das ich verwende. Und das ist für mich sozusagen die Quintessenz. Es wird nur dann funktionieren, wenn der öffentliche Verkehr schneller ist. Ich bin ja auch einer, der gerne mit dem Auto fährt. Nur wenn neben mir das Verkehrsmittel viel, viel schneller ist, dann werde ich mir wahrscheinlich immer noch mal denken, so wie in Wien, da fahre ich auch nicht in die Innenstadt mit dem Auto, sondern fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich einfach schneller bin. Und das ist für mich die Alternative, die zählt. Ich bin ja vom Gedanken her ein liberaler Mensch, so jeder mit dem Auto fahren, wenn er das möchte. Ja. Nur die Bevölkerung wird auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wenn es attraktiver ist, wenn es schneller ist, viele haben gesagt pünktlicher ist, wenn die Taktung höher ist, wenn es vielleicht auch für die Nachtschwärmer mehr Angebote gibt. Das sind die Punkte, und der ist mein Credo. Wenn wir das Neutor irgendwann sperren, und wir werden es wahrscheinlich, bin ich aber dir, irgendwann sozusagen letztendlich ganz sperren, dann braucht man ein öffentliches Verkehrssystem, das sozusagen funktioniert, und da schließt sich sozusagen mein Kreis. Jetzt frage ich natürlich dann auch Sie, wie wir das sozusagen was Neutor machen, weil der Essling, glaube ich, fährt ja sozusagen da nicht unmittelbar sozusagen vorbei, aber was sind die Punkte, die uns in Salzburg, glaube ich, in Zukunft bewegen werden. Wir wollen die Altstadt, und das muss funktionieren. Salzburg bewegt ja auch der Tourismus. Entschuldigung, ich moderiere, der Andi hat sich gemeldet. Das eine ist, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeit auch habe, ist, wenn ich dann eben sehe, wie wir versuchen, oder wie die Salzburger AG dann manchmal auch versucht,
politisch Einflussnahme und Ähnliches, den Bus attraktiver zu machen, weil es ist oft so, dass nicht versucht wird, den Bus attraktiver zu machen, sondern alles andere unattraktiver. Und da kommt man vor, da kommen sie dann viele oft ein bisschen verarscht vor, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das eben richtig rüberkommt oder dass man gegebenenfalls wirklich den das dort schafft, dass die Öffis wirklich attraktiver werden und nicht nur relativ attraktiver zu den anderen werden. Das andere ist aber, ich glaube, bei jedem einzelnen Thema muss man sich wirklich dann immer die ganze Situation immer aus drei unterschiedlichen Sichten anschauen und aufpassen, dass die nicht untereinander dann irgendwie kollidieren, weil wir haben jetzt auch die großen Themen gehabt, wir haben die Pendler, die halt vielleicht tagtäglich immer reinkommen, die dann ihren Parkplatz irgendwo in der Nähe vom Job brauchen, wie auch immer, oder nicht brauchen sollten, wenn man es dorthin bringt. Dann haben wir die Touristen, die man vielleicht leichter immer ins Zentrum bringt, da ist es vielleicht leichter steuerbar. Und dann haben wir natürlich die Leute, die in der Stadt wohnen und sozusagen das Auto vor der Tür haben und von dort wieder wegfahren. Also ich glaube, das sind halt immer vollkommen andere Ströme. Vollkommen andere Bewegungsrichtungen, und wenn man sich eine anschaut, kann man es für den anderen viel schlimmer machen. So, ich glaube, man muss sich immer alle anschauen und dann auch schauen, dass das Netzwerk zwischen denen wieder funktioniert. Ob das dann, wie Sie haben gesagt, ja, da gibt es natürlich viele Sachen, die man simulieren kann und Ähnliches. Also da bin ich sehr gespannt, wie diese Ergebnisse wirklich dann ausschauen, wie sie sich gegenseitig gegebenenfalls blockieren. Also, hier jetzt einen Cut machen. Warum? Weil es halb neun ist. Und für mich ist es immer wichtig, wenn man einen Zeithorizont aussetzt, dass man diesen Zeithorizont auch einhält. Das heißt, ich werde jetzt auch den will das jetzt offiziell gleich schließen, jetzt keiner aufbauen, ich will nicht falsch verstehen. Aber wir haben jetzt hier gewisse Themen einmal so ein bisschen gebündelt. Das ganze Thema Bus, das Thema Pendler, haben wir gesagt. Dieses ganzheitliche Denken habe ich jetzt einmal hier hergemacht, wie auch immer. Das ist, glaube ich, etwas, was ja, wo es Expertise braucht, definitiv. Und das Thema mit der Innenstadt. Die hängen alle irgendwie zusammen. Ich habe auch Karten, die habe ich jetzt nicht so ganz zuordnen können. Warum ist Salzburg so verschlafen? Das kann ich nachvollziehen, die Frage. Ich tue mir nur schwer, das zu clustern. Ich habe jetzt einen eigenen Platz. Ja, das war meins. Ja. Das hängt mit dem auch zusammen, aber sicher nicht nur Verkehrsthema. Wir werden morgen dazu eine Presseaussendung machen. Wir werden die Themen aufgreifen. Es gibt unabhängig von dem, möchte ich euch auch noch hinweisen, für die, die es nicht wissen, es liegen da die Broschüren, es gibt da einen QR-Code und wer will, kann den scannen. Und da gibt es die Möglichkeiten, Anliegen von euch, von euren Freunden, Nachbarn, wem auch immer, auch online zu posten. Und wenn das Frage formuliert ist oder eine Verständnisfrage, wird es auch eine Antwort geben. Vielleicht nicht innerhalb von 10 Sekunden, also ein bisschen warten, da sind auch wirklich Leute dahinter, die sich dann Gedanken machen. Und so wollen wir dieses ganze Thema Bürgerbeteiligung einfach nach außen tragen und werden es weitermachen. Und wir werden es, nachdem das unser DNA ist, weiterleben, unabhängig davon, was in den nächsten Wochen passiert. Sondern das Ziel ist es auch, wirklich in den nächsten Jahren so zu treiben und so zu forcieren, dass die, die wollen, sich beteiligen können. Das ist der Anspruch. Wir werden niemanden zwingen. Wir werden die Leute darauf hinweisen. Das ist wichtig. Und um das Ganze zu schließen, finde ich, habt ihr euch jetzt alle einen super coolen Applaus verdient. Gut. Da treten wir uns zusammen und geben wir jetzt was essen. Eine Frage hätte ich vielleicht auch noch. Es war sehr interessant. Ich bin sehr begeistert, dass man hier wirklich offen reden kann. Haben wir bei den Grünen nicht erlebt. Wir haben einige Parteien jetzt außer die SPÖ schon wirklich also mit unserem Medienmagazin verfolgen dürfen, können und müssen. Kann man vielleicht Sie mal dazu gewinnen für ein eigenständiges Interview? Wir haben auch noch mehr Fragen, also das Verkehrskonzept.
dass wir vielleicht mal einen Termin ausmachen könnten. Und in welchem Rahmen? In welchem Rahmen? Wer sind vollumgänglichen Rahmen. Bitte? In einem vollumgänglichen Rahmen. Das heißt auf Deutsch was? Ja, sagen wir also wie in einem Sommergespräch. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von weil muss ich die Struktur kennen, wenn ich weiß, welches Medium ja, und wo das ausgestrahlt wird und wen das erreicht. Ja, das würde ja auch meine Aussage beeinflussen. Ja. Ich sage ja in einer gewissen Form eine bestimmte Sache, im anderen Form wieder andere Sachen. Ja. Da müsste ich erst einmal die Struktur wissen. Aber wir sind kritisch, aber fair. Aber wer seid ihr? Sie haben die Karte jetzt. Sagen wir mal, spätestens einer Woche oder so werden wir ungefähr roundabout dieses Video online haben. Da werden Sie schon mal sehen, wie objektiv oder verzerrend wir sind. Haben Sie da gegeben? Aber ja, hast du eine andere Dame gegeben. Achso, das war die andere Dame, natürlich. Und da werden Sie dann, machen Sie sich ein Bild von dieser Sendung, die wir heute machen werden. Es ist ja in der Videobeschreibung auch unsere E-Mail-Adresse basiert. Und wir lassen jetzt Ihnen auch die Chance, sich zu melden für ein erstes Gespräch. Das Angebot haben wir Ihnen gemacht. Und machen wir so. Ja, okay, dann. Wiederschön. Ja, also mindestens haben wir jetzt ein stressfrei war. Ja. Ob das nützen wird. So, also wir verlassen jetzt den Riesensaal, gehen jetzt noch was essen, wenn man in dieser verbenedeiten Stadt um roundabout 21 Uhr noch was findet und staunen, dass hier scheinbar schon Exekutionen stattgefunden haben. Vielleicht hat er einfach nur Erdbeermarmelade an den Türstock gespritzt. Und der Sternbräu, das 24,90 Euro für einen Schnitzel verlangt, hat es nicht für notwendig erachtet zu putzen. Sei es wie es sei, wir sind jetzt hier mal raus. Schönen Abend. Das Toilette-Herr ist gleich rechts. Automatiktür und die Kabinen sind riesengroß. Und wo ist meine Gender-Toilette? Ja, die haben wir da nicht. Na, dann geht's zu den Herren rein.